Moin! Was ist denn das für ein schönes Wetter? Da kann man richtig viel Sport machen. Oder sich die Sportstunde anhören mit mir, Patrick Hof und wie immer Oliver Dütschke. Hi! Ja, servus! Grüß Gott und hallo! Ja, Sport, ne? Zumindest kann man ein bisschen spazieren gehen oder eine kleine Radtour machen bei dem schönen Wetter. Zumindest das. Das nennst du Sport? Habe ich nicht gesagt. Nur gesagt, bei dem Wetter kann man sich ein bisschen bewegen. Okay, aber für mich ist das wahrscheinlich schon Hochleistungssport. Aber lass uns mal nicht so rumquatschen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Picke, packe, voll ist heute unser Programm. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben Baseball, Fußball, Beachsoccer. Wir haben Schwimmen, Handball und, Achtung, Premiere, Fechten. Oh. Siehst du? Bist du jetzt ein Muskeltier? D'Artagnan, warte mal ab. Vielleicht können wir da noch was reißen im Fechten. Das Thema kommt später. Aber wir können ja die Folge mal positiv beginnen mit Glückwünschen. Und zwar an die Handballdamen der SG BBM Bietigheim. Denn die haben ihren Titel verteidigt. Und nicht nur das, denn die haben tatsächlich in der ganzen Saison kein einziges Spiel verloren. Ja, das macht man ja mittlerweile so, ne? Kennen wir ja von Bayer Leverkusen. Das ist so in einem Atemzug zu nennen, ne? Großartig. Man darf aber nicht vergessen, da hatten wir auch hier schon drüber berichtet, Bietigheim ist die erste Mannschaft im Damenhandball, die ins Final Four der Champions League eingezogen ist. Nicht wahr? Und das darf man nicht vergessen, wir hatten ja auch schon Markus Gaugisch hier, der Bundestrainer, zum ersten Mal seit 16 Jahren qualifiziert für Olympia, die Handballdamen des DRB. Und da sind auch ein paar Bietigheimer bei dem Team, würde ich sagen. Wenn du die ganze Saison nicht verlierst, solltest du vielleicht 2-3 Leute ins Team holen. Ja, und wie der Zufall es will. Eine davon ist nämlich Xenia Smits. Sie ist eine der besten deutschen Handballerinnen. Hat auch mal eben schon mal 117 Länderspiele bestritten. Das geht ja. Und kann man mal machen. Und zwischen Meisterschaft, Champions League und Olympia hat die liebe Xenia sich Zeit genommen und hat sich mal mit uns unterhalten. Xenia, wenn ich auf eure Website gucke, steht da oben SG BAM. Das ist ein BAM-Jahr für euch im Moment, oder? Oder für dich im Damenhandball? Genau. Was die letzten Wochen so abging, ist schon echt BAM. Ja, jetzt bin ich gespannt, was dann in den nächsten Monaten noch kommt, ja. Was toppt eigentlich ein BAM? Was toppt ein BAM? Ja, natürlich Erfolg. Also es ist für mich persönlich sowohl die Olympia-Quali als auch, ja, jetzt das Champions League Final Four ist natürlich mega. Ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, man will ja als Leistungssportlerin nicht nur dahin fahren, sondern man will das Ding auch gewinnen. Und dafür trainieren wir täglich, manchmal auch mehrmals super hart und verzichten auf ganz, ganz viele Sachen. Also so ein extra BAM wäre natürlich noch, ja, so was zum Umhängen wäre natürlich schön. Ich fange jetzt mal ganz langweilig an, national. Ne? Ihr verliert ja auch in der Liga ja gar nichts mehr. Ne? Ist ja auch, macht man ja heutzutage nicht mehr. Stichwort Bayer Leverkusen im Fußball. Wieder deutscher Meister. Ist das alles schon so normal in Bietigheim? Also ich glaube, wenn man hierher kommt, ist das auf jeden Fall das Ziel. Es ist nicht normal. Es ist jetzt nicht so, dass wir zu den Spielen fahren und sagen, Halbgas reicht vollkommen aus. Überhaupt nicht. Wir müssen da schon auch Vollgas geben. Es gab dieses Jahr einige Spiele in der Liga, wo wir echt ja, Glück hatten und es gerade so irgendwie noch hingekriegt haben, am Ende das Spiel zu biegen. Hat man jetzt auch dieses Jahr vor uns leider im Pokal gesehen, dass wir da im Finale gescheitert sind. Ich glaube, so ein schlechtes Spiel hatten wir in den letzten Jahren selten. Muss man dann aber auch den Hut vor Metzingen ziehen und einfach sagen, sie haben es auch super gelöst und ja, uns einfach wirklich vor Aufgaben gestellt und an dem Tag ja, besiegt so deutlich. Also es ist nicht selbstverständlich, vor allem auch nicht, weil jeder, der gegen uns spielt, einfach auch noch dieses extra bisschen Motivation irgendwie findet und jeder Trainer sagt, passt schon, ist halt Bietigheim, aber trotzdem möchte man ja die Mannschaften ganz oben schlagen und wenn man nichts zu verlieren hat, ist es oftmals ja auch deutlich leichter, befreit aufzuspielen und hat man schon öfter gesehen, da ist dann auch oftmals das Ergebnis auch
ja, entspannter oder positiv. Das war ja bei uns jetzt in der Champions League auch nicht anders. Wie gut ist denn die Damen-Bundesliga im Vergleich? Jetzt habt ihr euch, da kommen wir nachher nochmal zu, international natürlich auch schon ein Ausrufezeichen gesetzt. Aber wie siehst du die Entwicklung? Genau, also in der Bundesliga finde ich schon, dass es irgendwie versucht wird zu optimieren. Einfach alle Mannschaften sollen besser werden. Also die HBF schreibt ja auch vielen Sachen vor, die in den Hallen optimiert werden sollen. Jetzt Bodenbelag, Videobedingungen, tribünenmäßig gibt es ja viele Vorschriften. Ob das immer Einfluss hat auf die Mannschaften, ist natürlich die andere Frage. Aber ich glaube schon, dass im Großen und Ganzen im Handball dieses wirklich Professionelle mehr und mehr kommt. Also für uns Nationalspielerinnen ist es natürlich mit dieser Bundeswehr-Sache auch immer ein Riesenthema. Da können wir als Sportsoldat oder Soldatin aktiv werden und haben dann auch mehr Möglichkeiten, uns da professionell und optimal auf den Sport zu konzentrieren. Ja, das hat sich verbessert, aber auch wenn noch Luft nach oben ist, ist passiert. In manchen Vereinen ist da echt eine große Tür aufgestoßen worden Richtung Professionalität. Ja. Ihr habt ja schon mal einen internationalen Titel gewonnen vor 2 Jahren. Genau. Weil er gezeigt, dass man auch auf internationalem Parkett gut mithalten kann. Und ihr habt euch nicht ausgeruht. Also wenn man einen Titel holt, die einen legen sich zurück und sagen, wir haben ja einen Titel. Die anderen sagen, aber wir sind hungriger, ihr wollt mehr, immer mehr. Das hört sich vielleicht sehr krass an, aber ich glaube, bei einigen Vereinen sind so Titel, haben wir gut gemacht. Super, freuen wir uns drüber, aber ist keine Pflicht. Würde ich in Bietigheim anders sehen oder in Ludwigsburg bald. Unser Ziel ist auf jeden Fall, das können wir auch klar und deutlich aussprechen, die Meisterschaft und den Pokal und international eine Rolle zu spielen. Ich habe auch nicht für weniger hier unterschrieben. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn mir jemand sagt, ja, komm nach Bietigheim, verlänger hier und wir spielen in der Bundesliga mit und Pokal, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Champions League nur, wenn es passt. Also da wäre ich schon mal raus. Also das ist schon von jeder Spielerin hier das Ziel, in jedem Wettkampf bis zum Ende mitzuspielen und Titel zu gewinnen. Überall liest man historisch, historisch, historisch zum ersten Mal ein deutsches Frauenhandballteam in der Champions League im Final Four. Hat sich denn seit den paar Tagen was geändert bei dir? Wie viele Schulterklopfer kommen, feiern dich, feiern euch? Es war schon so in den letzten Tagen, dass es viele mitgekriegt haben, dass man das sonst nicht so wirklich kennt. Also bei dem European Cup Sieg war es einfach so, ja, Bietigheim hat's gewonnen und das war's so. Obwohl das ja auch ein historischer Erfolg war. Oder ein großer Erfolg, muss ja nicht immer historisch sein. Jetzt in den letzten Tagen merkt man schon, dass da die Aufmerksamkeit ein bisschen größer wird, weil das natürlich auch international ein Thema ist. Also man merkt schon, dass auch sehr viele deutsche Vereine auch stolz sind, dass Bietigheim das jetzt geschafft hat. Ob das in der Vergangenheit war, das ja eher immer so kritisch. Aber jetzt, wenn man den letzten Schritt macht in Richtung Final Four, merkt man schon, dass die Anerkennung doch irgendwie eine ganz andere ist. Also das ist schon schön, ja. Was kann das auslösen in Zukunft? Ihr seid ja erstmal dabei. Fangen wir mit dem Sportlichen an. Gegner erstmal Metz. Kennst du ja noch von früher. Sagt man dann, egal was kommt, wir können es eh nicht aussuchen. Wir versuchen alles, um den Pott zu holen. Oder ist es so, ey, wir sind zum ersten Mal dabei, als erstes deutsches Team überhaupt. Ist doch cool, reicht doch. Ich persönlich jetzt würde nicht sagen, ja, dabei sein ist alles. Ich habe es eben schon gesagt, wir als Leistungssportler, wir wollen immer alles gewinnen und wir werden sicherlich dabei zu sein. Dann hätten wir uns das auch angucken können. Also wenn wir als Zuschauer hingefahren, das hätte dann ja vielleicht auch gereicht. Wir sagen jetzt nicht, Sieg ist Pflicht, um Gottes Willen, aber wir werden uns optimal vorbereiten und Vollgas geben und auch mit dem Ziel, das Halbfinale zu gewinnen, auch gegen Metz. Alle, die da eine andere Einstellung haben, das, glaube ich, wird nicht lange dauern und dann wird auch Jakob als Trainer schon da auch deutlich sagen, hey, wir fahren nicht hin, um zu verlieren und dabei zu sein, sondern wir gucken, was möglich ist, wenn alle Vollgas geben und wir alle performen, dann haben wir auch die Qualität, da ein Halbfinale zu gewinnen. Und so eine Underdog-Rolle ist doch gar nicht so schlecht. Man kann euch doch gerne unterschätzen.
ich glaube, das haben sie im Achtelfinale und im Viertelfinale schon so ein bisschen gedacht. Ich glaube nicht, dass viele daran geglaubt haben, dass wir Ikas schlagen, dass wir Odense schlagen und somit ins Final Four einziehen. Das haben wir genau so getan, wie ich es eben gesagt habe. Wir haben uns optimal vorbereitet, daran geglaubt, unsere Qualitäten eingesetzt und ja, am Ende über 120. Also das war schon was Besonderes auch, ja. Kann man mitnehmen, diese Underdog-Rolle, wenn es so weitergeht dann. Und dann das nächste Bam, Olympia. Kannst du dich so auf Budapest konzentrieren, wenn dahinter schon Paris steht? Ist nicht leicht eigentlich auch mental für so eine erfolgreiche Sportlerin, oder? Ja und nein, also es ist nicht leicht, nicht immer. Vor allem dann so schnell hin und her zu switchen, aber irgendwie doch auch schon. Also es ist leichter, wenn man die Ziele schafft, als wenn man die Ziele nicht schafft. Also Dämpfer, jetzt haben wir lange, lange darauf hingearbeitet, sowohl mit der Nationalmannschaft als auch mit dem Verein. Und dann ja erfolgreich zu sein, das motiviert mehr. Also da würde ich sagen, das macht es leichter, dass wir das jetzt in beiden Wettkämpfen eigentlich geschafft haben. Dementsprechend habe ich da noch mehr Energie gesammelt und kann es für beide Wettkämpfe losgehen. Wir werden nach dem Champions League Wochenende schon auch ein bisschen frei haben, wo wir dann mal kurz, ganz, ganz kurz abschalten können und genauso schnell auch wieder auf dem Punkt da sein müssen für Olympia. Aber das macht es ja einfach so attraktiv, was wir machen. Und ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wir arbeiten einfach so hart dafür und das ist die Belohnung. Also das ist schön, die dann zu bekommen. 16 Jahre ist es her, dass eine deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen bei Olympia dabei sein wird. Was bedeutet das für dich? Ja, es ist eine unglaublich lange Zeit. Ich glaube, von Olympia träumen alle Sportler. Dass wir es in den letzten Jahren nicht geschafft haben, war immer auch sehr traurig. Und genau diesen Dämpfer, von dem ich eben gesprochen habe, jetzt... Ja, das für das, was wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben. Die Ziele, die wir uns gesetzt haben, waren nicht zu weit gegriffen, sondern genau richtig. Und jetzt vor allem auch mit den Männern und so viele andere Teamsportarten dahin zu fahren, das wird schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja, das wird mega. Bleibst du positiv. Sehr Hat gerne. Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und Dankeschön. Vielleicht da wieder mit einer Medaille um Hals dann im August. Danke dir. Ich hoffe sehr mit einer Medaille im August. Danke, danke. Tja, dann drücken wir doch mal die Daumen. Und natürlich haben wir länger geredet. Jetzt angesprochen, es heißt nämlich im Sommer nicht mehr Bietigheim, sondern SB Ludwigsburg. Ja, darüber haben wir geredet. Dann haben wir natürlich die Gruppengegner uns angeschaut bei Olympia. Und sie hat uns verraten, wie sie denn so feiert. Denn wenn die da jetzt irgendwas gewinnt, muss sie ja feiern. Und sie hat verraten, wie sie feiert. Ich verrate es jetzt nicht, ich weiß es. Ja, aber also, dann ist das ja quasi einer der letzten Bietigheim. Ja, für die Damen im Handball, ja. Die Herren können übrigens aufsteigen in die erste Liga, so im Kopf haben. Genau, und heißen dann aber weiter Bietigheim. Irgendwie so was ganz... Ja, da müssen wir nochmal checken, wenn es soweit ist, ne, was da los ist, weil die Potsdamer mit dem berühmten Trainer Bob Hanning, die sind ja schon aufgestiegen. In die erste Handball-Bundesliga. Also, das war Damenhandball, Xenia Smits, sehr sympathische Handballerin. Wie gesagt, hört euch das komplette Interview an. Überall abrufbar. So. Wo wir aber nun von erfolgreichen Frauen sprechen, unsere Sportlerin der Woche ist auch ein. Und zwar Johanna Kneer. Die gute Frau hat im Karate, steht hier in Diensten des KJC Ravensburg und hat bei der Europameisterschaft SADA Kroatien sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft ihren Titel verteidigt. Dabei blieb sie aber tatsächlich sogar in allen Kämpfen ungeschlagen. Krass. Aber trotzdem auch überhaupt Karate, ne? Kann man auch die anderen Kolleginnen und Kollegen nennen. War eine gute EM. 3 EM-Titel, 2 Bronzemedaillen im Medaillenranking hinter den Türken und den Türkinnen Rang 2. Und dann noch als Sahnehäubchen, ja, könnt ihr auch bald alle zu einer Verkündigung quasi. Ja, eine Verkündigung, denn in 2 Jahren, im Mai, gibt es eine
Karate-EM dann in Deutschland, wahrscheinlich in Frankfurt am Main. Das ist gar nicht mehr weit her und dann gehen wir da vielleicht auch mal hin. Und dann können wir die Protagonisten ja selber mal sehen und sprechen. Und Johanna Knehr hat auch schon ein Interview zugesagt demnächst hier in diesem Theater und dann auch hier zu hören in der Sportstunde. Und zur Sportlerin der Woche, die Johanna Knehr Karate. Ja, und natürlich haben wir auch einen Glückwunsch an die an das Replacement von Karate in Olympischen Spielen, an Taekwondo, denn da hat Lorena Brandl ihre Europameisterschaft gewonnen in Belgrad. Auch auf das oberste Podest geschafft und damit auch die Olympia-Qualifikation. Und wir sehen die damit dann in Paris auch wieder, denn das hat ja bei den Herren nicht so ganz geklappt. Ja, auch hier ist die Interviewanfrage schon draußen. Lorena, bist aber fleißig. Denk dran, die Johanna hat schon zugesagt, die Lorena noch nicht. Meld dich, wir wollen gerne mit dir reden. So. Wir hätten natürlich auch noch Anastasia Blaivas und Erik Thiele beim Ringen erwähnen und als Sportler der Woche küren können, denn die haben auch ihr Olympiatickets gesichert. Glückwunsch und viel Spaß in Paris, sag ich mal. Und sie sind da nicht allein im Ring. Insgesamt sind es 5 Ringer und Ringerinnen bei den Olympischen Wettkämpfen dabei. Ja, Yellow Karma, Sandra Pauczewski auch. Die hatten wir ja schon. Die hatten wir schon. Und wenn ihr noch hören wollt, die Interviews sind nicht gelöscht. Überall abrufbar. Lohnt sich. Immer sehr sympathische Sportler haben wir hier in Deutschland. Hört da rein. Apropos so, Olympianormen. Genau. Jetzt gehen wir mal weg von Kampf. Ist das alles Kampfsport eigentlich, oder? Ringen nennt man Kampfsport. Gehen wir mal ins Wasser und bei dem schönen Wetter kann man sich mal abkühlen, denn da gibt es einen, wie du sagtest, der hat die Olympianorm geschafft und er ist, ja, man kann so sagen, Deutschlands schnellster Brustschwimmer. 50 Meter und 100 Meter Brust hat er die Rekorde geholt. Er ist in überragender Form. Ich rede von Melvin Imodu. 50 Meter Brust ist übrigens nicht olympisch. Warum? Weiß kein Mensch. Weil wahrscheinlich 50 Meter Strecken, steht, dass 50, auch ein 25 Meter Becken geht. Keine Ahnung, 50 Meter Kraul ist aber olympisch zum Beispiel, oder 50 Meter Schmetterling. Naja, auch das müssen wir mal rauskriegen. Aber ich bin ja eh kein großer Fan von Brustschwimmen. Also ich bin tatsächlich beim Brustschwimmen am schlechtesten. Alles andere geht gar nicht sogar. Ich kann sogar Schmetterling. Ja, guck mal. Aber gut, dass wir Melvin Imodu haben, der kann es nämlich. Und er ist jetzt schon so in Topform. Das wäre natürlich cool, wenn er das fürs Olympia hält, denn er möchte so gerne ins olympische Finale. Warum wissen wir das? Tja, er hat es uns verraten im Interview. Melvin Imodu. Melvin, alles im Fokus Richtung Olympia. Erste Frage, warum bist du denn gerade so gut? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das liegt an dem jahrelang harten Training, das jetzt hinter mir liegt. Und irgendwann hat es sich halt ausgezahlt jetzt in der letzten Zeit. Die Vorbereitung lief optimal. Letztes Jahr hat sich ja schon abgezeichnet, dass ich es kann. Training, hartes Training. Vor wenigen Tagen deutscher Rekord, 50 Meter Brust. Ich kann mir das ja nicht vorstellen. Wie ist das eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, dass man auf dieser Strecke der allerbeste in Deutschland ist? Es gibt keinen Menschen in ganz Deutschland, bei über 80 Millionen Einwohnern, der so schnell ist wie du. Hat man solche Gedanken als Sportler? Ja, die Gedanken hat man schon. Die kommen dann irgendwie nicht ganz so oft, weil man dann halt so, keine Ahnung, es ist, man macht halt jeden Tag irgendwie und man schwimmt halt und man denkt dann darüber nicht irgendwie so nach, dass man dann der schnellste Deutschlands ist. Aber wenn man dann doch mal so drüber nachdenkt und sich das so durch den Kopf gehen lässt, ist natürlich, hört sich schon nicht schlecht an, würde ich sagen. Was geht da durch den Kopf, wenn man dann, du bist da im Wasser, guckst du dann natürlich auf diese Anzeigentafel, auf die Uhr und dann, wow, da ist ja, ihr lebt ja immer von diesen Zeiten, ihr habt ja immer irgendwelche Rekordzeiten im Kopf jeden Tag und es geht um Hundertstel Sekunden und dann macht es Bling und dann siehst du, wow, die Zeit ist erreicht. Ja, es ist natürlich ein mega Gefühl. Ich hätte bei den deutschen Meisterschaften jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es nochmal so schnell wird. Vor allem, weil wir ja jetzt 3 Wochen lang komplett in der Vorbereitung waren und recht viel getapert haben und jetzt nicht unbedingt die Spitzenleistung war der letzte Wettkampf, also top vorbereitet.
Ja, ist natürlich ein mega Gefühl. Ich weiß gar nicht, was ich dazu. Ja, ist einfach Hammer. Weißt du eigentlich, warum die 50 Meter Brust nicht olympisch sind? Ich weiß gar keine Erklärung dafür, warum überhaupt das so ist. 50 Kraul ist ja olympisch und alle anderen 50er Strecken sind nicht olympisch. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, warum das so ist. Hausaufgabe, muss ich mal klären. 100 Meter Brust, bist du dabei auf jeden Fall. Wenn man jetzt schon so gut ist, Rekorde purzeln und es ist ja noch ein bisschen hin, wie kannst du deine Form so hochhalten, dass du auch im olympischen Becken dann deine Leistung bringen kannst? Also ich denke, jetzt ist erstmal wieder ein neuer Trainingsblock. Also es ist wichtig, nochmal einen neuen Trainingsblock zu setzen. Jetzt geht es wieder ordentlich rein ins Training. Ja, und dann halt einfach die Vorbereitung wieder so setzen, dass es optimal passt von der Abstimmung her. Das hat er jetzt perfekt hingehauen und ich denke, das kann man nochmal so reproduzieren. Ja, Vorbereitung ist jetzt das Entscheidende in den nächsten Wochen. Es gibt Sportarten, die haben fast jede Woche Wettkämpfe, Tennis zum Beispiel. Auch die Fußballer sagen, ich bin lieber auf dem Fußballplatz im Spiel als im Training. Ihr habt ja gar nicht so viele Wettkämpfe. Ja. Aber es würde doch vielleicht helfen, oder? Weil du über Siege gegen Konkurrenten ja noch mehr Selbstbewusstsein holen kannst. Ja, also das Wettkämpfe sind auf jeden Fall auch eine entscheidende Sache. Wir haben jetzt auch noch, ich werde ja auch noch das AP Race in London mitschwimmen. Ich werde die EM noch mitmachen, aber nur ein paar Tage. Also ich werde nicht die komplette Zeit da sein. Ja, und das sind dann nochmal so ein paar Wettkämpfe, wo man dann halt gucken kann, wie man liegt. Aber im Schwimmen ist es halt natürlich immer ein bisschen von zwei Seiten zu sehen, weil man natürlich nicht jeden Wettkampf voll vorbereiten kann. Also das werden eher so Trainingswettkämpfe dann im Endeffekt sein. Ja, und dann halt voll Fokus auf Olympia. Und das Olympia wird dann komplett hundertprozentig vorbereitet, logischerweise. Was hast du sportlich vor? Ist ja nicht nur dabei, ins Wasser zu springen und ich bin in Paris, sondern du willst ja was erreichen. Auf jeden Fall. Also ich habe mir so vorgenommen, dass ich auf jeden Fall das Finale, also ein olympisches Finale wäre mega. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und ja, je nachdem, wie es von der Zeit, also mit meiner aktuellen Zeit wäre es auf jeden Fall möglich. Mit meiner aktuellen Bestzeit und natürlich eine Bestzeit bei Olympia zu schwimmen, ist natürlich auch, wäre auch ein Ding. Wenn du das geschafft hast mit dem Finale, möglicherweise auch mit einer Medaille, gibt es dann endlich auch einen Wikipedia-Eintrag von Melvin? Du hast keinen Wikipedia-Eintrag, hat mich gewundert. Hat doch eigentlich fast jeder Sportler. Ja, keine Ahnung. Also ich werde mir jetzt keinen eigenen Wikipedia-Eintrag machen, denke ich. Wenn da irgendjemand sich dazu berufen fühlt, das zu machen, dann ist das so. Aber mich stört es jetzt nicht unbedingt, dass ich keinen Wikipedia-Eintrag habe. Wann muss man sich eigentlich dafür entscheiden, welche Disziplin im Schwimmen man gerne nehmen möchte? Du hättest doch auch Kraul, Schmetterling oder Langstreckenschwimmen machen können. Du bist bei 50 Brust, 100 Brust gelandet. Ja, also ich denke, das zeichnet sich recht, also naja, es kommt drauf an. Bei mir hat sich's recht früh abgezeichnet, dass ich eher so auf den Bruststrecken unterwegs bin und bei den anderen Disziplinen eher nicht so die Chance habe im Wettkampf. Aber es gibt auch Sportler, die sich erst recht spät quasi in der Schwimmart einschränken, sag ich mal. Ja, aber bei mir war das schon von Anfang an. Also ich bin schon immer Brust geschwommen, ich bin schon immer am liebsten Brust geschwommen, ich bin schon immer am schnellsten Brust geschwommen von allen Lagen. Ja, und das ging dann immer so weiter. Ab wann hat sich das bei dir im Kopf entwickelt, dass du möglicherweise damit auch Erfolge feiern kannst, vielleicht auch sogar mal bei Olympia teilnehmen kannst? Ich denke, das war 2018, als ich das erste richtige Jahr bei meinem aktuellen Trainer drin, Jörg Hoffmann. Da bin ich ja dann in dem Jahr direkt deutscher Meister geworden, über die 100, mit einer recht passablen Zeit. Und seitdem war es auf jeden Fall so richtig auf dem Schirm, dass ich das auf jeden Fall kann und dass es auf jeden Fall Richtung Olympia möglich ist, sage ich mal. Was hat dich da so fasziniert, mal bei Olympia teilnehmen zu wollen? Was ist dieser Gedanke, den du da hattest? Naja, es ist das größte Sportevent, was wir im Schwimmen erreichen können. Es ist das größte, was wir als Schwimmer überhaupt mitmachen können an Sportevents. Und ich denke, die Olympischen Spiele haben so eine enorme Tradition und so eine enorme Reichweite. Ich denke, jeder Sportler, der wirklich ernsthaft Leistungssport betreibt, will irgendwann mal bei Olympia dabei sein.
Das ist einfach das Nonplusultra, was einfach geht. Bist noch in der Polizeiausbildung, ne? Oder bist genau, du ja. Zum Kriminalkommissar. Also ja. Die Soko Potsdam demnächst. andere gehen zur Bundeswehr, du zur Polizei. Wie hat sich das ergeben, dass du dahin gekommen bist? Also ich hatte nach meinem Abitur oder als ich dann kurz vorm Ende war quasi, mir überlegt, was ich dann machen will. Wir haben hier am Stützpunkt Laufbahnberatung, wo dann halt alle Sportler hingehen und mit den Leuten sprechen, was sie dann halt jetzt in Zukunft machen wollen. Und ich hatte vorher schon vorgeschlagen, also ich sollte mir so ein paar Dinge überlegen und mitbringen, die ich mir vorstellen kann. Und eins davon war halt Polizei. Und dann wurde mir halt das Projekt, was es in Brandenburg gibt, vorgeschlagen mit der Sportfördergruppe, wo man dann halt in den gehobenen Dienst kommt und das Bachelorstudium abschließt, dann halt über 5 Jahre gestreckt anstatt 3. Ja, und das hat mich angesprochen. Ich habe mich beworben, habe das ganze Auswahlverfahren mitgemacht, ganz normal, wie das jeder Studierende bei der Polizei machen würde. Ja, genau. Und dann wurde ich halt genommen und habe dann direkt nach dem Abitur bei der Polizei angefangen. Wie sehr hilft dir deine Erfahrung im Schwimmsport bei deinem Job als Polizist, aber auch umgekehrt? Was hilft dir, was du als Polizist lernst für deinen Sport? Also ich denke, als bei der Polizei hilft einem das Sportliche grundsätzlich ja sowieso, also wenn man auf der Straße unterwegs ist als richtiger Streifenpolizist und man hat Einsätze, die wirklich körperlich anstrengend sind, es ist ja schon mal das Erste, was einem wirklich durch den Sport dann halt hilft. Aber auch die Nerven zu behalten in stressigen Situationen oder wo es ein bisschen viel wird, dann klar muss man sich erstmal auch dran gewöhnen, weil man es halt noch nicht gewohnt ist, in der Polizei sowas zu erleben. Aber ich denke, das hilft einem dann auch, ein bisschen ruhiger zu bleiben in manchen Situationen. Und umgekehrt hilft mir natürlich beim Sport. Also ich meine, jetzt das letzte halbe Jahr war es ganz gut, dass ich nicht ganz so viel hatte. Aber grundsätzlich, wenn jetzt das normale Studium wieder losgeht und man ein bisschen was nebenbei einfach machen kann und den Geist auch ein bisschen fit halten kann, das denke ich nie verkehrt. Und auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Von dem ganzen Sport den ganzen Tag. Und wenn du dir vielleicht nach Olympia ein kleines Zeitfenster nimmst, um mit mir nochmal zu quatschen, wie deine Erfahrungen in Paris waren, würde ich mich sehr freuen. Das kriegen wir, denke ich, auf jeden Fall hin. Alles Gute für Paris auf jeden Fall und vor allen Dingen Gesundheit. Vielen, vielen Dank. Tja, das war der Melvin Imudo. Wie er zum Schwimmen gekommen ist, hat er uns noch verraten im kompletten Interview, was er nach Olympia machen will und wie es mit dem Polizeijob sonst noch so aussieht. Aber eigentlich habe ich ja einen optimalen Job für ihn. Na? Der wäre? Bei der Wasserschutzpolizei. Ja, oder als schnellster Brustschwimmer Deutschlands, dazu Kommissar, also, ne? Wäre das nicht eine gute Idee? Ja, auch schön. Ich weiß, Melvin, aber alles Gute. Warum nur 50 Freistil Olympisches. Echt? Ja, tatsächlich sind alle anderen Sprintdisziplinen auch nicht olympisch, sondern nur die. Und das hat was mit zu tun, dass das nicht mehr in den Terminplan reinpasst. Während einer Olympischen Spielen. Okay. Da ist auch die FINA wohl gerade am Start, da irgendwie Terror zu machen. Man, so lange dauern die 50 Meter Wettkämpfe jetzt nicht, ne? Auch mit Vorlauf. Nee, aber die würden also konkurrieren mit den Freiwasserschwimmereien. Ach so. Das ist natürlich ganz schlimm. Das wäre dann 2 Tage Halle und draußen gleichzeitig. Hey. Na, wir beobachten das mal, ne? Ich verstehe es nicht, aber egal. Tja. Bleiben wir aber bei Olympia. Ja. Denn das ist tatsächlich so mit das größte Sportereignis in dem pickepackevollen Jahr 2024. Ja, 13 Athleten haben ganz formell ihr Ticket bekommen. Also die sind jetzt auf jeden Fall dabei, sondern sie werden krank verletzt. Das sind die Formalien vom DOSB. Genau. Ne? Die müssen sagen, du kommst mit, dann ist es alles. Oder du kommst offiziell nicht mit, obwohl du der Beste bist, so ungefähr. Und das, wenn sie jedem sagen würden, dass er nicht mitkommt, dann wer länger. Da würden sie bald ja auch anrufen.
Du kommst nicht mit, Patrick. Ja, braucht er nicht, könnte er lassen. Also 13 haben sie jetzt, ja. Ja, und zwar zuerst Leichtathleten, Fechter, Surfer und Taekwondo. Wie eben schon erwähnt, Lorena Brandl und Tim Elter, den wir ja auch schon hatten, sind offiziell nominiert und bei Olympia dabei. Also beziehungsweise Tim Elter ist nicht in Paris, sondern dann in, wo, hast du es dir gemerkt? Im Bodensee. Ich verwechsel das immer mit Tahiti. Ja, genau, auf Tahiti bei den Olympischen Spielen. Insel Meiner und Tahiti, da habe ich immer irgendwie, die sind so ähnlich, die beiden. Ja, vom Wetter auch so, fast deckungsgleich. Verdammt ähnlich. Auch die genau. Interviews gibt es weiterhin abzugerufen. Abzugerufen. Aber, das ist so Fachterminus, liebe Zuhörer. Runterzuladen. Zu hören. Abzugerufen. Abzugerufen. Was redst du da? Hä? Mann. Aber zurück zu der Nominierung. Auch zwei Fechter sind dabei. Es sind nur zwei. Also tatsächlich schockt mich immer wieder, wie wenig Fechter das sind. Und zwar. Absolut. Anna Sauer und Matthias Sabo. Genau, und du hast ja vollkommen recht. Nicht geben. Du hast vollkommen recht. Früher hat man immer gesagt, ja, Fechten ist cool, gucke ich, weil da gibt es Medaillen. Und zwar, genau, kannst du blind viele. Einschalten, raffst es zwar nicht, aber... Jetzt sind die beiden auch Weltklasse Fechter und Fechterinnen, aber früher waren es dann noch mehr als zwei. Da gab es auch einen Mannschaftswettbewerb, wird es ja dann gar nicht geben, wie ich das so sehe. Unwahrscheinlich. Das ist schon alles traurig, was im Fechtsport so passiert ist in den letzten Jahren. In den letzten beiden Olympischen Spielen, soweit ich es im Kopf habe, gab es gar keine Medaille. Ich glaube, eine Halbfinalteilnahme war dabei. Das ist ja auch schon großartig. Wir müssen reden. Patrick, wir müssen reden. Über Fecht. Aber jetzt nicht ja, wir da beiden, hast du sondern. Dir doch den Tobias Kirch geschnappt. Ja, ich habe mir den Tobias Kirch geschnappt. Genau. Der ist genau der richtige Mann, der ist der Sportdirektor seit einem Jahr beim Deutschen Fechterbund und hat schon was bewegt und will noch was bewegen. Und spannendes Gespräch mit Tobias Kühn. Tobias, wunderbar, dass du dir Zeit nimmst, denn ich darf tatsächlich noch relativ frisch gratulieren, denn du hast deinen Vertrag als Sportdirektor beim Deutschen Fechterbund verlängert. Ja, hallo Olli, vielen Dank. Genauso ist das. Gut informiert bist du. Wollten die dich unbedingt weiterhaben oder hast du so lange gebettelt, lass mich weitermachen, das macht so Spaß. Warum funktioniert das mit Tobias Kirch und der Deutsche Fechterbund? Ja, ich bin ja erst seit einem Jahr beim Deutschen Fechterbund. Meine Historie ist ja so, dass ich ursprünglich auf den Tischtennis komme, wo ich lange Landestrainer und Bundestrainer, Bundesligatrainer war und danach dann aus der Praxis rausgewechselt bin. Zum Deutschen Olympischen Sportbund in den Geschäftsbereich Leistungssport. Als Referent, da war ich verantwortlich für den Nachwuchsleistungssport in Deutschland 4 Jahre. Und von daher habe ich da so meine Expertise, mein Portfolio relativ breit aufgestellt und Praxiserfahrung andererseits eben auch aus der Theorie und der sportpolitischen Sicht, so dass wir dann vor einem Jahr zusammengekommen sind und jetzt auch frühzeitig gesagt haben, so dass wir vor einem Jahr begonnen haben. Das waren jetzt erste kleine Veränderungen, erste Impulse, die ich setzen konnte und dass jetzt wir eben das auf jeden Fall weiterführen wollen in den nächsten 4 Jahren, in den neuen Olympiazyklus gehen wollen. Jetzt geht es dann eben auch an größere Veränderungen, die dann eben zu setzen sind. Und ja, von daher war das eigentlich sehr logisch und sinnvoll, dass wir da weiter miteinander arbeiten wollen. Wie viel hast du in deinem ersten Jahr auf links gezogen? Wie viel durftest du auf links ziehen? Ja, also das muss man schon so sehen, dass es grundsätzlich, glaube ich, in der Verbandsarbeit so, man muss kleine Schritte gehen. Man darf ja auch niemanden überfordern. Man muss probieren, ja, alle Ebenen mitzunehmen, also von den Vereinen über die Landesverbände hin, die Trainer und auf den verschiedenen Ebenen. Und eine große Revolution sind da, glaube ich, der falsche Weg, aber halt gezielt richtige Schritte setzen und da eben aber auch alle mitnehmen. Und da haben wir jetzt schon erste Veränderungen erzielt. Und wie gesagt, die größeren Veränderungen wird jetzt sicherlich im neuen Olympiazyklus geben, wo wir aber auch davon abhängig sind, ein Stück weit jetzt,
was nach den Olympischen Spielen uns überhaupt die Geldgeber an Möglichkeiten geben. Das ist ja noch das große Fragezeichen aktuell im deutschen Leistungssportsystem insgesamt. Vom Gefühl her war Deutschland mal eine sehr erfolgreiche Fechtsportnation. Ist es das eigentlich noch oder ist es es nicht mehr? Ja, das ist natürlich eine Suggestivfrage. Das lässt sich ja durch die Ergebnisse klar belegen. Vor 20 Jahren, glaube ich, hat jeder am Fernsehen gesessen und auf Olympischen Spielen Fechten geguckt und man hat Olympiasieger, Weltmeister ohne Ende produziert. Die Zeiten sind jetzt schon länger vorbei, also seit mindestens 10 Jahren hat sich da relativ wenig jetzt weiterentwickelt, gibt nicht mehr großartige Erfolge auf Weltniveau. In Europa ist man noch okay dabei. Da haben wir auch letztes Jahr bei den European Games mehrere Bronzemedaillen im Team und auch im Einzel geholt. Aber auf der Weltspitze, in der Weltspitze sind wir nur noch sehr selten vertreten. Hast du in deiner Analyse rückwirkend Erklärungen dafür gefunden? Also das ist natürlich komplex. Also einerseits hat sich die Sportart weiterentwickelt. Also das haben wir uns schon mal angeguckt, wie und woher vor 10 Jahren noch die Teilnehmnationen kommen. Also die Sportart ist gewachsen, fast die ganze Welt ficht mittlerweile. Das ist dadurch die Konkurrenz natürlich größer. Es wird teilweise sehr professionell dann auch gearbeitet. Auch es war vorher sehr europalastig. Mittlerweile ist Asien sehr stark, die USA sind sehr stark. Es wird teilweise in anderen Ländern auch gutes Geld damit verdient. Es gibt Anreize oder auch in der USA über das Universitätssystem, wo es eben ein Anreiz ist, dadurch an die starken Hochschulen zu kommen, sodass dann eben die Familien und Eltern sehr frühzeitig auch bereit sind, viel Geld in die Sportart zu investieren. In Deutschland zahlt man eigentlich leider drauf, wenn man die Sportart betreibt. Ja. Das ist sicherlich ein großer Grund. Also mittlerweile bei den letzten Weltmeisterschaften waren dann doppelt so viele Medaillen aus anderen Kontinenten als aus Europa im Verhältnis vor 10 Jahren. Ja. Das ist sicherlich ein Grund. Dieses Anreizsystem, was wir nicht haben in der Form, ist eine ganz kleine Sportart in Deutschland, 22.000 Mitglieder, also auch da. Und wir haben einfach da auch an Power verloren, was die Strukturen angeht, was die Finanzierung angeht. Aber klar, es gibt sicherlich auch inhaltliche Dinge, die sich verbessern müssen. Also man muss wieder anfangen, früher anzufangen mit der Sportart, früher anfangen, mehr zu trainieren, früher die Besten zusammenzuziehen an Stützpunkten oder an starken Vereinen. Ja, und auch die Vereine sind weniger geworden in den letzten Jahren, auch ein Problem. Uns fehlen auch die Trainer. Sehr gute Trainer sind teilweise ins Ausland abgewandert, weil man sie auch nicht halten konnte, auch aus finanziellen Gründen. Also es ist sehr vielfältig, die Problematik. Das geht ja weiter. Sportarten leben ja auch von Vorbildern. Und wenn es die dann nicht so gibt, weil keine Erfolge da sind, wie kriegt man dann Kinder und Jugendliche in Fechtvereine? Ja, genau. Also ein paar haben wir noch. Also auch jetzt kommen wir später auch drauf, die Qualifizierten für die Olympischen Spiele, die beiden, die sind Top 10 in der Welt und die sind erfolgreich und das sind wirklich richtige Vorbilder. Wir haben auch versucht oder versuchen immer mehr auch ehemalige Athleten in unseren Trainerstab einzubinden. Also haben den Olympiasieger Benny Kleibrink jetzt auch zum Cheftrainer am Herrenflorett gemacht. Ja, also das sind schon auch Vorbilder, die dann auch Athleten auch dann ziehen. Also der Benny arbeitet in Bonn schwerpunktmäßig am Bundesstützpunkt. Da merkt man jetzt auch, da kommen jetzt Athleten aus ganz Deutschland und entscheiden sich frühzeitig, den Weg auch ins Internat zu gehen, um mit ihm zu arbeiten. Aber es ist natürlich trotzdem eine große Herausforderung. Wir beschäftigen uns auch damit, wie können wir das Fundament eben stärken? Wie können wir die Talentsichtung stärken? Wie können wir Programme entwickeln, dass wir frühzeitig in die Grundschulen reingehen? Was auch gar nicht so einfach ist, weil es geht auch um eine Waffe, die dann und Aufsichtspflicht und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch wieder gar nicht so einfach, wie wenn man jetzt Fußball spielt oder so und das frühzeitig probiert einzuführen. Aber wir beschäftigen uns damit, versuchen Programme zu entwickeln. Aber das ist natürlich ein langer Weg, um selbst wenn man da gute Ideen hat, am Ende, dass das dann Früchte trägt. Zwei sind dabei bei Olympia. Ist natürlich auch bitter, wenn alles dann nur noch auf zwei Leute fokussiert, dann ist die Erwartungshaltung und der Rucksack, den die mitschleppen, ja vielleicht nochmal größer. Ja, genau. Und den schweren Rucksack möchte ich den beiden nicht anziehen. Hab gesagt, das sind beides Athleten, beziehungsweise eine Athletin, die Top 10 in der Welt sind.
haben beide auch in der Saison schon Grand Prix jeweils gewonnen, sodass sie halt schon bewiesen haben, dass sie auch Turniere auf höchstem Niveau gewinnen können. Aber wir wissen auch, Olympische Spiele sind ganz speziell. Alle werden top vorbereitet sein. Die Konkurrenz ist groß. Und ja, erstmal ist schön, dass beide dabei sind. Die werden beide auch mit großen Ambitionen da reingehen. Und wenn am Ende ja ein sehr guter Platz dabei herausspringen würde, wäre schön. Aber wie gesagt, das kann man jetzt, muss man nicht erwarten. Das wäre jetzt falsch, auf die beiden alles zu projizieren, was vielleicht ansonsten nicht so gut gelaufen ist. Vorher kommt noch eine EM, sind beide dabei. Stört das nicht, wenn du so einen Höhepunkt hast, dass du zwischendurch mal einen anderen Höhepunkt fechten musst? Ja, also das ist ja mittlerweile wie fast in allen Sportarten so. Die sind ja permanent unterwegs. Also die Anne ist gerade jetzt in Vorbereitung in Asien auf den Grand Prix in Shanghai. Der Matjas war bereits jetzt in Asien, hatte den Grand Prix in Seoul und hat danach noch einen Weltcup in Madrid. Also auch der Weg zur EM hat noch diverse Turniere und auch Lehrgangsmaßnahmen. Und dann von der EM bis zu den Olympischen Spielen ist es ja nochmal ein Monat, den man danach, glaube ich, gut nutzen kann, nochmal für Training. Von daher, sage ich mal, ist das Business as usual erstmal bis dahin und dann hat man wirklich nochmal einen Block, den man gut setzen kann im Training, wo man nochmal regenerieren kann, aber andererseits nochmal die richtigen Trainingsreize setzen kann, sodass da, glaube ich, eine gute Vorbereitung durchaus möglich ist. Wunderbar, wir wünschen für die Ziele kurzfristig, mittelfristig und langfristig alles, alles Gute, dir viel Energie, Durchhaltevermögen, aber auch viel Spaß. Danke, Olli. Ja, das tja, Tobias Zeit. Kirch, der Sportdirektor des Deutschen Fechterbundes, es waren wirklich gute Zeiten und was ich gut finde, dass auch der Verband mutig ist und einen Sportfremden, also die Sportfremden, Sportartfremden dann in diese Funktion reingenommen hat. Er kommt vom Tischtennis, der Tobias, und hat im kompletten Interview auch mal erzählt, wo da die Parallelen sind, wo er da helfen kann, ob er selber mal gefochten hat, auch spannend, und welche Vision er hat, also Fechten muss wieder irgendwie nach vorne kommen. Da drücken wir die Daumen. Schon, ne? Und vor allen Dingen, und Anna Sauer, und du wirst es nicht glauben, nach der EM in Basel machen wir ein Interview mit dir. Da hat sie schon zugesagt. Da freuen wir uns sehr drauf. Ja. Hast du denn dein Muskeltier-Kostüm dann an? Oder eher ein Musketier? Scherzbold. Nicht nur du darfst schlechte Liste machen. Aber so schlecht, habe ich schon mal so schlechte Witze drüber nachdenken. Ja, nee, lass uns mal weitermachen. Es gibt übrigens auch noch andere große Ereignisse, wie zum Beispiel die Eishockey-WM in Tschechien. Die ist nämlich gerade. Ja, und da war ja schon mit Alex Kunz und André Schrader. Alex Kunz, genau, der Alex. Alex Kunz. Alexander Kunz, unser Magenta-Sportexperte. Genau. Alexander Schrader, André Schrader über die WM gesprochen. Aber wir haben noch keine Zahlen. Also hat unser Zahlenmann, Mensch, Markus Höfel, bei seinem Sportflash die Eishockey-WM auseinandergegeben. Vom 10. bis 26. Mai findet die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien statt. 5 Hot Facts. Teams. In der Top Division treten insgesamt 16 Nationen an, darunter mit Kasachstan, eine Mannschaft aus Asien, 13 Länder, darunter Deutschland und Österreich aus Europa, sowie mit Kanada und USA, 2 Teams aus Nordamerika. Austragungsorte. Die Spiele finden in der Prager Arena mit 17.000 Plätzen sowie in der Arena in der osttschechischen Stadt Ostrava mit 10.000 Plätzen statt. Übertragung. Alle Spiele des deutschen Teams sind live auf ProSieben zu sehen. Weitere Matches auf ProSieben, Max, Magenta Sport, RAN.de und bei Sportdeutschland TV. Preisgelder. Die Prämien liegen wohl ähnlich zur letzten WM bei etwa 530.000 Euro für das Erreichen des Viertelfinals und 1 Million Euro für den Weltmeister. Partner. Official Main Sponsor des Turniers ist Skoda. Weitere Unterstützer sind unter anderem Penny, Pringles, Nike und Bauhaus. Meine Meinung? Das Supersportjahr 2024 mit zahlreichen Events und Highlights in Europa ist bereits in vollem Gange. Kavum. Lohnt es sich ja tatsächlich, Weltmeister zu werden? Ja, 1 Million.
Also ist jeder Einzelne, ne? Jeder, der auf dem Eis ist, kriegt eine Million. Nee, so wird es nicht sein. Und selbst danke, dann ist es den kanadischen Dollar viel Geld. Stimmt. Ein Millionchen für den Weltmeister. Mal gucken, ob sie die Deutschen schaffen. Letztes Jahr waren sie Zweiter. Ein bisschen holprig in dieses Turnier gekommen. Schauen wir mal, wir werden das weiterhin im Auge behalten, was das DFB-Team so abliefert. Ja. Und noch ein Datum haben wir einen Blick drauf, nämlich der 17. Mai. Also jetzt gerade jetzt drumherum um diese Aufnahme des Podcasts Sportstunde ist der sogenannte Coming-Out-Day am internationalen Tag gegen Homophobie. Und vor allem im Profifußball ist das ja immer noch ein Tabuthema. Da hatten wir ja auch schon über den Film Tabu gesprochen von Manfred Oldenburg. Den gibt es ja noch überall, ich glaube, bei Amazon Prime noch zu gucken und demnächst auch in der ARD. Solltet ihr euch angucken. Aber ja, es ist nicht nur Thema im Fußball. Ne? Genau, soll dann tatsächlich speziell sein für Profifußballer. Denn anscheinend, oder haben zumindest Profifußballer vor, in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien, sich zu outen. Oder zumindest sich zu positionieren. Und da habe ich dann mal zufällig mit einem anderen Sportler gesprochen, der sich bereits als homosexuell geoutet hat, nämlich Judoka Timo Cavelius. Und der erzählt mir mal, was er von der ganzen Aktion hält. Nun bist du ja nicht nur Polizist und Judoka, sondern hast in Anführungsstrichen auch eine besondere Rolle, denn du hast für dich selber entschieden, dass du dich als Judoka outen möchtest oder ein Coming-out haben möchtest und sagen möchtest, ich bin schwul und das ist gut so. Nun ist demnächst ja ein sogenannter Coming-out-Day geplant, in dem sich Profifußballer, und zwar mehr als einer und vor allen Dingen Aktive, mal als schwul outen. Findest du das gut? Oder sagst du, oh, gefährlich, aktiv, schwul, könnte Stress geben, weil ich mit den anderen Jungs in der Kabine bin oder so? Ich selber habe mich ja 2015 im Rahmen der Nationalmannschaft geoutet und 2019 erst öffentlich. Und man überlegt sich ja immer, welche Beweggründe hat man beispielsweise, sich jetzt im Team zu outen oder öffentlich zu outen. Und bei mir war es auch der Fall, dass ich mich öffentlich geoutet habe, um anderen Athleten, anderen Personen Mut zu geben und zu sagen, hey, ich bin schwul und es funktioniert trotzdem. Und ich glaube, dass es daher ein sehr guter Schritt ist, wenn das eben auch die Fußballer machen, weil viele dann doch sehen, hey, es sind mehr, als wir dachten. Und die sind trotzdem in ihrem Sport erfolgreich, obwohl sie eben auf dasselbe Geschlecht stehen. Und von daher glaube ich, dass das eine sehr gute Aktion ist, weil vor allem auch Fußballer eine viel größere Medienwirkung oder eine viel größere mediale Wirkung haben, jetzt als ich Judoka. Natürlich, es geht immer Schritt bei Schritt. Und ich glaube, dass beispielsweise das auch in der Akzeptanz oder für die Akzeptanz in der Bevölkerung eine große Rolle spielt, wenn eben auch Personen des öffentlichen Lebens, wie ein Fußballer, sich outet. Hatte das für dich denn in deinem Sport irgendwelche Folgen, dass Leute gesagt haben, nee, mit dem gehe ich nicht mehr auf die Matte, weil Mathe und schwul, hahaha. Oder alle so, ja, ist okay, ist mir total egal, was der macht. Ich habe mir da tatsächlich den meisten Druck gemacht, weil diese Gedanken sind natürlich vor meinem Outing im Rahmen der Nationalmannschaft in meinem Kopf herumgeschwirrt. Und letztlich habe ich mir diese Gedanken umsonst gemacht. Vor allem im Judo habe ich bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Sowohl national als auch international bin ich ein anerkannter Kämpfer, mit dem die Leute wirklich gerne auf die Matte gehen. Es sind zwar immer harte Runden und es wird auch häufiger mal emotional beziehungsweise sehr körperlich und sehr schmerzhaft, würde ich mal behaupten. Aber das gehört halt zum Kampfsport dazu. Wir sind jetzt halt nicht da, um gestreichelt zu werden. Es geht halt bei uns auch körperlich zur Sache. Und dadurch, dass ich eben auch schon immer so einer war, der wirklich auch Kontra geben konnte und auch Kontra gegeben hat, der eher einen härteren Kampfstil hatte, war das für viele gar kein Problem. Und die Gedanken, die ich mir gemacht habe, die habe ich mir wirklich komplett umsonst gemacht. Ja, da hat er recht. Also wahrscheinlich machst du dir die Gedanken wirklich umsonst, denn ich behaupte, im Jahr 2024 sollte das alles kein Problem mehr sein. Mehr von Timo Cavelius gibt's nächste Woche, denn da haben wir noch über
Olympia, Judo und vieles mehr gesprochen. Und schon wieder ein Polizist. Neben dem Kommissar aus dem Schwimmbecken und nun der Polizist auf der Matte. Ja. So, aber Tatsachen, und man wird sehen, was am 17. Mai passiert. Tatsachen sind immer besser als Gerede. Da sind wir bei unserem Buchtipp. Denn das Buch heißt, über das geredet wird, genug geredet. Entschuldigung. Nicht unbedingt jetzt, nicht unbedingt passend für einen Podcast. Genug geredet. Der kürzeste Podcast überhaupt. Herzlich willkommen. Hier ist genug geredet. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nee, so ist es ja nicht. Genug geredet ist das Buch von Christoph Ruf. Also wir reden hier auf jeden Fall weiter. Oder besser gesagt, unser Bücherwurm hat es getan, Christian Sprenger. Denn er hat in seiner Rubrik Sprenger spricht mit dem Autor des Buches, der im Übrigen auch viele andere gute Fußballbücher geschrieben hat, eben mit dem Christoph Ruf gesprochen. Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Schon wieder in der Sportstunde. Ja, der letzte Spieltag in den drei Fußball-Profiligen steht an. Klar, dass ich mich damit auch in meiner Ausgabe beschäftige, in der 175. Zu Gast ist unter anderem der renommierte und mehrfach preisgekrönte Sportjournalist Christoph Ruf. Was bei dem hängen bleibt von der Bundesliga-Saison? Dass Bayern scheitert, freut mich nicht nur und ist tatsächlich nichts Neues, aber dass Leverkusen mit so großem Abstand und so verdientermaßen Meister wird, und zumindest in meinem Umfeld ist es so, ich kenne persönlich eigentlich keine Leverkusen-Fans, außer ein ehemaliger Jugendtrainer meines Sohnes, fast alle freuen sich mit Bayer Leverkusen. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Ganz ruhig, liebe Bayern-Fans, da kriegen noch andere in dieser Folge ihr fällt weg. Könnte ich 40.000 Beispiele nennen, aber auch den Videobeweis, den Video Assistant Referee, so ein Beispiel, wie der Sport an sich, die Emotionen, die für mich nur im Stadion live zu erfahren sind, wie die entwertet sind. Also das ist völlig abartig. Da schießt man ein Tor, dann wartet man 3 Minuten, bis irgendwo in Köln irgendwas entschieden wird, und dann beamst du dich aus dem Tiefschlaf hoch und jubelst nochmal, weil spontane Emotionen, die da im Stadion sonst natürlich dazugehören, sind damit überhaupt nicht mehr möglich. Vorm Fernseher, und das ist das, was ich kritisiere, es geht eigentlich nur noch um das Fernseherlebnis. Fußball ist das relativ egal. Da wartest du, bis der Schiedsrichter und der VAR das entschieden haben, und gehst dir in der Zeit ein Bier holen oder rufst irgendjemand an. Bis die fertig sind, hast du das Bier auch ausgetrunken, wenn du schnell trinkst. Genug geredet heißt das Buch aus dem Werkstattverlag, in dem es nicht nur um die Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs geht. Aber eben nicht nur das, sondern ich behaupte eben, dass die Art und Weise, wie der Fußball sich gerade präsentiert, also als sportlich hochklassig, als gut vermarktet und so weiter und so fort, genau richtig ist für die meisten Fußballkonsumenten. Fußballfans nennen sich hierzulande, glaube ich, 40, 50 Millionen Menschen, also jede Menge Leute. In einer engeren Definition sind Fans aber dann vielleicht auch die, oder vor allem die, würden die zumindest selber sagen, die auch ins Stadion gehen, die auswärts fahren und so weiter und so fort, für die es eben mehr ist als eine Freizeitbeschäftigung von vielen. Und an denen läuft diese Entwicklung vorbei. Und ich sage, und es ist hoffentlich das Originelle an dem Buch, dass ich sage, dann hört, also setzt ihr nicht der Heuchelei der Verbände eure eigene entgegen, dann zieht doch einfach auch die Konsequenzen daraus, anstatt euch drüber aufzuregen, dass ein Ticket bei Bayern München im Auswärtsspiel 200 Euro kostet, und bleibt einfach weg. Es kann auch ein politisches Signal sein, einfach wegzugehen. Und genug geredet ist halt meine tiefste Überzeugung, dass es nichts bringt, wenn man einen Konflikt hat, wie man ihn zu Corona-Zeiten hatten, dass die Branche unbedingt weiterspielen wollte, um weiterhin diese absurd hohen Gehälter bezahlen zu können, während in den Intensivstationen, in den Kitas und was weiß ich wo Land unter war, also diese beiden Parallelwelten. Es bringt nichts, diesen Konflikt dahingehend aufzulösen, dass man sich nach Frankfurt einladen lässt, eine Arbeitsgruppe bildet, eine Unterarbeitsgruppe bildet und denkt, dass die DFL in irgendeiner Form bereit wäre, Abstriche von ihrem Modell zu machen. Das tun sie nicht. Das tun sie nur dann, wenn man sie dazu zwingt, und die Proteste gegen den Liga-Investor, wo diese ganzen Tennisbälle flogen, also kreativer, aber massiver Protest, die haben sie zum Einlenken gebracht. Der Investor wird trotzdem kommen, davon bin ich überzeugt. Aber reden hinter verschlossenen Türen,
dran zu glauben, dass das irgendwas ändert, ist einfach naiv. Wobei ich auch niemand 20-Jährigen vorwerfe, dass er naiv ist. Vielleicht ist er auch einfach nur idealistischer, als ich, alter Sachs, mittlerweile bin. Aber das ist, erklärt den Titel, genug geredet. Ich glaube da nicht dran. Woran der Autor glaubt, warum es doch noch Hoffnung gibt, bei Sprenger spricht in Ausgabe 175, erfahrt ihr auch darüber mehr. Genug geredet gibt's da übrigens zu gewinnen. Wie? Auch das erfahrt ihr in der Ausgabe. Ab 17.05. ist die online oder auf Instagram unter Sprenger spricht. Wir hören uns. Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt. Tja, Buchempfehlung und Podcast-Empfehlung in einem. Das gibt's auch nur in der Sportstunde. Genug geredet. Das ist richtig. Aber gibt's auch noch was anderes nur in der Sportstunde. Ab jetzt, ab sofort. Ja, wir haben gedacht, Klassenbucheinträge. Zeit für Klassenbucheinträge. Ja. Ne? Oder haben uns was immer, ich kann mich nur erinnern, ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt. Klassenbuch war immer so ein grünes Ding bei uns, glaube ich. So ein DIN A4. Ja, kommt es auf die Schule und das Bundesland an. Das, entweder ist das weiter so ein grünes, schlabberiges Buch oder es ist nur noch online. Keine Ahnung. Ich fand diese grüne, schlapprige Buchkiste ganz gut. Da konntest du dann mal in 5 Minuten Pausen drin schmökern. Ja, genau. Ja, und du hast einen Tadel verteilt. Aber hallo, denn die Fans vom MSV Duisburg haben sich sowas von daneben benommen, dass das tatsächlich ein größerer Klassenbucheintrag wird. Denn beim letzten Heimspiel gegen den Erzgebirge Aue, wen auch immer, auf jeden Fall gegen Aue, haben sich gedacht, vor Schluss, ach komm, mal nehmen wir die Bude hier mal beim Spiel auseinander, stürmen den Platz und machen richtig Randale. Nicht nur Platzsturm, von wegen, ja, wir sind abgestiegen, Platzsturm, sondern legen uns mit allen an. Ordnern, Polizisten, Sicherheitspersonal, you name it, du warst auf dem Feld, du warst freiwillig. Das Ding wurde tatsächlich erst unter dem Einsatz von Tränengas durch die Polizei einigermaßen zur Ordnung gerufen oder unter Kontrolle gebracht. Und das Spiel konnte nach einer Unterbrechung dann tatsächlich zu Ende geführt worden, weil es hat nichts mehr gebracht. Also Aue konnte nicht mehr aufsteigen, Duisburg ist sowieso abgestiegen. Deswegen macht das Ganze auch keinen Sinn, außer da machen wir mal Randale, ne? Tadel an die Fans des MSV Duisburg. Ja, beim nächsten und Mal gibt's es noch eine Konferenz. Absolut. Aber ich habe noch eine Rüge zu verteilen. Lieber Thomas Laschuk, aufstehen bitte. So. Ich gebe dir eine Rüge. Warum gebe ich Thomas Laschuk eine Rüge? Wer ist Thomas? Er ist Busfahrer. Thomas Laschuk ist der Busfahrer des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Der Mannschaftschauffeur wird er getitelt. Der hat jetzt eine Sperre bekommen vom Deutschen Fußballbund mit einem Innenraumverbot für das nächste Mal. Nein, er ist nicht jetzt aus Versehen in den Strafraum gefahren, hat das Ding vor das Tor geparkt, sondern er war im Innenraum. Warum der Busfahrer im Innenraum ist, ich weiß es nicht. Vielleicht, klar, Infos holen oder einfach nur ein bisschen Fußball gucken, nach dem Weg fragen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte er in der Nachspielzeit der Partie Karlsruhe gegen Hannover einen rollenden Ball, der ins Seiten ausging, zurück Richtung Spielfeld geschossen, aber dummerweise dabei den Schiedsrichterassistenten Luca Schlosser an der Hüfte getroffen. Und das hat dann der Unparteiische, der Schiedsrichter, auf dem Platz, Nicolas Winter, mitbekommen und dann hat der Busfahrer die rote Karte gezeigt. Bekommen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Rote Karte für einen Busfahrer. Der darf jetzt nicht mehr in Innenraum, Kabine, Kabinengang. Ja, auf dem Parkplatz darf er fahren. Ich glaube, Führerschein hat er noch. Aber er darf jetzt beim nächsten Spiel eben. Hat man festgestellt, dass der Ball nicht zu schnell war. Ich weiß es nicht, ob der Schiedsrichterassistent schwer verletzt ist, nachdem ein Busfahrer ihn angeschossen hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine rote Karte. Das heißt für uns, lieber Thomas, Eintrag ins Klassenbuch. Rüge. War doof, würde ich sagen. Lesen wir gern in 10 Jahren nochmal beim ehemaligen. Absolut. Aber wir haben ja noch keinen Flop der Woche.
Und lass uns bitte beim Fußball bleiben, denn da überschlagen sich ja die Geschichten. Ja, also ja, jetzt haben wir tobende Fans mit Rauchbomben in Duisburg. Wir haben einen Busfahrer, scharf schießende Busfahrer, die Schiedsrichterassistenten abschießen und dafür einen Platzverweis kassieren und gesperrt werden. Aber einen noch größeren Skandal, den haben wir in der ersten rumänischen Fußballliga. Schwindelei. Die Zwillinge von Bukarest. Die Zwillinge von Bukarest wird vielleicht auch bald mal verfilmt, ich weiß es nicht. Also, naja. Also es soll so sein, dass der hat übrigens mal beim FC Barcelona gespielt, der Brasilianer Edgar, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, der ist zu Dynamo Bukarest gewechselt, hat aber einfach seinen Zwillingsbruder Edelino nach Bukarest geschickt. Tja. Und jetzt ist aber der Schwindel irgendwie... hatte keinen Bock auf Bukarest. Ja. Jetzt weiß man, nee, der Spieler ist nicht zu schwer, konnte nämlich, zu langsam, sondern es ist jemand anders. Ja, genau. Der angebliche Je konnte nur Portugiesisch und kein Englisch. Das ist ja erstmal nicht so schlimm. Aber wenn man weiß, dass Je in der Türkei war, in Spanien, in Frankreich und in den Niederlanden und was weiß ich noch wo, wenn du in so vielen Ländern bist und immer noch kein einziges Wort Englisch kannst, wobei Fußballsprache in Europa Englisch ist, war das schon verwunderlich. Ein Weltenbummler, der kein Wort Englisch spricht, unwahrscheinlich. Jetzt wird ermittelt, da könnte eigentlich unser Kommissar Melvin oder unser Judoka Dimo jetzt einschreiten. Wir sind dort heute echt. Aktenzeichen XY. Es wird ermittelt und ein Punktabzug für Dynamo droht, denn in den 5 Spielen, wo dann Edelino, Soko Rumänien, also in den 5 Spielen, wo Edelino dann doch gespielt hat, statt Je, hat Dynamo immerhin 8 Punkte geholt. Ja. Möglicherweise kriegen sie jetzt Punkte wieder abgezogen. 0. Gut. Geht ja noch weiter. Also, man könnte jetzt einen DNA-Test machen, vielleicht kriegt man das raus, aber oder dann haben die Rumänen gesagt, pass mal auf, wir glauben, das ist hier nicht ganz koscher. Zeig mir doch mal bitte deinen Führerschein. Nö, hat er nicht gemacht. Hat er einfach nicht gezeigt. Okay, hat er nicht gezeigt, dementsprechend. Beweislage nicht besonders. Ja. Tja, wir wissen es immer noch nicht, ob der Zwillingsbruder gespielt hat. Naja. Ja, Flop der Woche, unser CSI-Moment der Woche sozusagen. Unfassbar. Unfassbar. Ja, ich erinnere mich noch an die Försterbrüder, es waren keine Zwillinge. Erwin und Helmut Krämer seit einer Zeit beim FC Schalke haben. Die konntest du kaum auseinanderhalten. Das war die Geschichte aus Rumänien, ein absoluter Flop. Also, ne, wenn ihr einen Zwillingsbruder, Zwillingsschwester habt, lasst das. Es kommt alles raus. Lasst es. Vor allen Dingen als Fußballer schickt nicht eure Zwillingsschwester aufs Feld. Das könnte sofort auffallen. Das könnte sofort fallen. Vom Flop zum Top, ihr könnt, liebe Leute draußen, kostenlos ein Tattoo bekommen. Ja, die nächste Wahnsinnsgeschichte aus dem Fußball. Aber willst du das bekommen? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil das so eine Wahnsinnssaison ist. Wir sind bei Bayer Leverkusen und die müssen ja nur noch 3 Spiele nicht verlieren. Dann haben die ja eine ganze Saison in allen Wettbewerben ungeschlagen überstanden. Und dann möchte man das vielleicht auch als Fußballfan, vielleicht will man da ja ein Souvenir haben und warum nicht ein Tattoo? Ja. Denn Vereinsliebe geht unter die Haut. Fans des deutschen Meisters können sich bis zum Saisonende kostenlos ausgewählte Motive als Tattoo stechen lassen. Diese kuriose Aktion startete der Werksclub am Tag nach dem Finaleinzug in der Europa League. Zu den Motiven gehören etwa das Logo des Vereins, ein Kreuz mit dem Gründungsjahr 1904 oder die Aufschrift 14.04.2024, der Tag, an dem Leverkusen die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt gemacht hat. Tja. Ist natürlich dumm, wenn du schon ein Tattoo hast mit Vizekusen, dann sowas daneben. Ja. Ja, sichere dir jetzt deinen Termin und verewige die einzigartige Saison der Werkself auf deiner Haut, schrieb der Club. Allerdings ist die Zahl der Termine begrenzt, wahrscheinlich gibt's nur 3. Keine Ahnung. Allen, die bei der Aktion leer ausgehen, verspricht aber Bayer 04 Leverkusen bis zum 13. Juni
19,04% Rabatt auf ein Tattoo mit einem Werkself-Motiv. Das Studio ist übrigens in Kerpen. Also wenn der Mann aus Garmisch-Partenkirchen unbedingt ein Leverkusen-Tattoo haben will, muss er so langsam losfahren. Mit der rechtzeitig bis zum 13. Juni in Kerpen erscheint und dann lässt er sich ein Leverkusen-Logo, wo auch immer, tätowieren. Dann trotzdem, kann er ja in Kerpen noch auf die Schumi-Kartbahn gehen. Kann er auch noch machen. Kann er einen Urlaub in Kerpen machen und hat wunderbare Souvenirs, wenn er wieder nach Hause fährt. Trotzdem für mich ein Top der Woche, weil es einfach eine absolut geile Idee ist von Bayern 04 Leverkusen. Da waren wirklich kreativ. Ja, die Motive finde ich jetzt nicht ganz so geil. Was aber daran liegt, dass, glaube ich, das Logo von Bayer Leverkusen echt nicht gut als Tattoo aussieht. Naja, trotzdem ist es eine gute Idee. Nicht immer alles kaputt reden. Ne? Unser Top der Woche, Leverkusen-Tattoos. Stell dir mal vor, die holen sich den Weltrekord in Ungeschlagensein. Ja, dann. Den hat irgendeine Mannschaft aus, dauert ja noch ein bisschen, 179 Spiele, irgendeine Mannschaft aus Mexiko. Oh. Dauert noch ein bisschen. Deswegen, Leverkusen. Da kannst du Rudi Völler auf dem Rücken tätowieren oder so. Oder Alonso auf dem Oberschenkel. Das tätowiert dann selbst Rudi Völler. Ich finde das einfach großartig. Aber wenn wir bei Leverkusen sind, dann sind wir ja in deiner Lieblingsrubrik. History. Ja. Denn am 25. Mai vor 22 Jahren. 15. Mai. Der 15. Mai vor 22 Jahren. Mann, was ist mit dir los heute? Keine Ahnung. Stand ja Leverkusen schon mal in einem signifikanten Finale, und zwar im Champions League Finale. In Glasgow, im Hampden Park, gegen Real Madrid und verlor 1-2. Schade, das war gesehen. Ich weiß damals. Die waren richtig gut. Ich weiß das noch. Mhm. Da kam nur so ein, ich weiß nicht, ob du den kennst, Zinedine Zidane, hast du schon mal gehört? Weiß ich nicht. Der hat dann. Ja, keine Ahnung. Der wollte auch irgendwann so einen Kopfstoß oder so. Keine Ahnung. Der hat dann so ein Törchen gemacht. Aber das war damals noch ein geiles Spiel. Ja, und nun ist es wieder. Und das war dann eben im mehr oder weniger Vereinten Königreich um einen Rupp-Pokal, wenn Leverkusen im Finale der Europa League gegen Atalanta der Bergamo in Dublin antritt. Der Vorteil ist, es ist Dublin, es ist nicht offiziell Vereinigtes Königreich und es ist nur Europa League, also kein großartiger Fluch auf der Kiste. Genau. Dublin ist nicht Glasgow und Bergamo nicht Madrid. Punkt. Das ist ja, wobei Dublin und Glasgow näher aneinander sind als Bergamo und Madrid wahrscheinlich. Wir machen hier Sportstunde und nicht Geografie. Ja. Ja, aber der FC Bayern kann trotzdem, trotz der titellosen Spielzeit, doch noch feiern. Denn am 17.05.1974, also vor 40 Jahren, gewinnt der FC Bayern 4-0 über Atletico Madrid im Heyselstadion zu Brüssel. Und zwar damit auch als erster deutscher Club den Europapokal der Landesmeister, jetzt Champions League. Ja. So haben wir doch die Saison der Bayern gerettet. Sie haben ein Jubiläum und ein nicht so schlechtes. Und viele sagen auch, ab da ging es richtig los mit der Bayern-Herrlichkeit, ne? Ja, bis heute. Bis kannst du jetzt mal quasi. Genau. Nach 50 Jahren ist aber auch Schluss. Jetzt reicht es jetzt aber auch. Ja, 50 Jahre sind trotzdem. Runde feiert Summe. Feiert schön und guckt euch doch mal das Video an. Wer weiß, wann ihr wieder sowas erleben dürft. Grüße nach München. So, wir gehen an den Strand und bleiben beim Fußball. Ja, jetzt bist du wieder gefragt, ne? Weil in Leverkusen oder München gibt es ja nicht so viele Strände, glaube ich. Nee, und in Brüssel gibt's auch keine. Nee, wo bist du gewesen? Ich habe mich tatsächlich mit einem der Spieler und Trainer der Rostocker Robben unterhalten. Rostocker Robben, ich wusste gar nicht, dass es Robben in Rostock gibt, aber die spielen da auch Beachsoccer. Und zwar richtiges Beachsoccer vom DFB sanktioniert und so weiter und so fort. Und der Mann ist Mittelfeldspieler und wollte mit uns über Beachsoccer reden. In unserer kleinen Serie über Strandsportarten, nenne ich es mal, habe ich mit Hannes Knüppel geredet.
Hallo, ich habe mir mal Hannes Knüppel rangeholt, um mit ihm über Beachsoccer zu sprechen, von den Rostocker Robben. Hallo. Ja, moin. Beachsoccer ist für mich, so in meinem kleinen Hirn, ein bisschen Klischee, so, wir nehmen Ball und kicken ein bisschen am Strand und das war's. Dann habe ich aber erfahren, dass das auch organisiert gibt und sogar vom Niveau her relativ professionell. Ja, aber du hast eigentlich gar nicht Unrecht, wenn es einfach heißt, wir kicken ein bisschen am Strand, weil genauso haben wir nämlich auch angefangen. Als Kenner der Küste, die ein bisschen Fußball begeistert sind, ging es natürlich dann auch jeden sonnigen Sommertag an den Strand. Da wurden einfach zwei Adiletten in Sand gesteckt, das waren die Tore und dann haben wir einfach ein bisschen gekickt, ohne dass einer wusste, dass das vielleicht Beachsoccer sein könnte. Aber es hat sich im Laufe der Zeit dann, als man ein bisschen älter wurde und auch ein bisschen Interesse hatte, das vielleicht wettbewerbsmäßig zu spielen, eher auch noch aus dem Hintergrund, weil man dann gerne auch auf der Aftershow-Party noch ein bisschen feiern wollte, immer weiterentwickelt. Und jetzt sind wir mittlerweile angekommen, dass wir seit 2013 dann auch in der Deutschen Beachsoccer-Liga spielen, damals noch als German Beachsoccer-League gegründet. Und wie du schon sagst, das hat schon einen recht attraktiven Charakter dann auch. Also es sieht schon nach Beachsoccer aus. Das war in der Anfangszeit aber ganz, ganz anders. Das war wirklich eher Fußball im Sand. Ich meine, die professionelle Variante, die ich im Kopf hatte, war, da läuft irgend so ein Legendenteam auf Socken im Strand in der Innenstadt hingelegt und spielt eine halbe Stunde Fußball, dann hören die wieder auf und sind weg. Und dann ist das Wochenende vorbei, so ungefähr. Das macht ihr aber nicht. Ja, also Socken erstmal schon mal gar nicht. Das funktioniert leider nicht. Was heißt leider? Das ist ja auch gut, wenn man barfuß spielt. Ja, und früher war das vielleicht auch so, ne? Da war dann so ein bisschen Beachsoccer einfach nur für Ausgediente oder ja, Profis, die dann ihre Karriere beendet haben, so ein kleine Wochenendbeschäftigung. Bei uns sind es dann auch jetzt aktuell schon wochenendfüllende Spieltage. Wir fahren dann tatsächlich zu verschiedenen Standorten und spielen dann 3-4 Spiele an einem Wochenende, weil es natürlich auch immer noch ein bisschen schwierig ist, das alles unter den Hut zu bekommen und nicht wie im Fußball ein Spiel an einem Wochenende, das würden wir in unserem Rahmen gar nicht hinbekommen. Und daher sind die Wochenenden, wenn wir unterwegs sind, auch immer schon vollgepackt. Und ja, das Niveau schwankt natürlich auch, hängt in Deutschland von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Kann mitunter sehr attraktiv sein, wirklich nach Beachsoccer aussehen und spektakulär sein. Kann aber auch, wie du es vorher so schön gesagt hast, einfach nur Fußball im Sand sein. Und hat dann vielleicht nicht ganz so diesen attraktiven Reiz. Aber was das immer gemein hat, spannend ist es in jedem Fall eigentlich. Und geht immer gut hin und her, viele Tore fallen. Also da ist egal, wie die Qualität ist, kann man eigentlich sagen, dass die Tore so oder so fallen. Das ist schon mal gut, dass viele Tore fallen, damit ist sowas auf jeden Fall attraktiv. Wie läuft denn so ein Beachsoccer-Spiel ab? Ich meine, du hast vorhin gesagt, zwar die Letten in Sand, das gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Mittlerweile habt ihr wahrscheinlich ein richtiges Tor oder was Ähnliches. Wie lange spielt ihr? Gibt's da auch abseits? Gibt's da auch kritische, so wahrmäßige Entscheidungen oder ist es wirklich nur Gekicke? Also die grundlegenden Regeln haben wir aus dem Fußball übernommen. Also es geht immer noch darum, dass man mehr Tore schießt als der Gegner. Das ist wie im Fußball auch. Das war es dann aber auch schon fast. Also wir spielen mit einem Torwart 4 Feldspieler. Das heißt 5 gegen 5. Es kann fliegend gewechselt werden die ganze Zeit über. Ist auch absolut notwendig, weil wir spielen 3x12 Minuten Netto-Spielzeit. Das heißt, wenn der Ball beispielsweise ja länger im Aus ist, Freistoß gepfiffen ist, dann wird die Zeit auch entsprechend gestoppt. Und ein paar kleine Anpassungen gibt es dann auch noch. Beispielsweise ja, werfen wir auch ein. Man kann sich aber auch entscheiden, einzukicken. Darüber hinaus, ich hatte es ja schon gesagt, spektakulär ist der Fallrückzieher bei uns besonders geschützt. Das heißt, wenn sich ein Spieler den Ball kontrolliert hochlegt, darf er vom Abwehrspieler nicht mehr angegriffen werden. Und das ist dann ja ein Foul des Abwehrspielers. Geblockt werden darf natürlich, aber ohne Körperkontakt dementsprechend. Und was vielleicht auch noch eine Besonderheit ist, im Beachsoccer gibt es keine Mauer. Das heißt, Freistöße werden immer ohne Mauer ausgeführt, was natürlich dann auch immer eine große Tormöglichkeit ist. Dementsprechend überlegt man sich dann auch zweimal, ob man dann foult oder nicht. Und ja, ansonsten, wie gesagt, geht es immer noch darum, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Also im Prinzip einfach kicken und den ganzen lästigen Kram vom Fußball weglassen und einfach Fußball spielen. Ja, teils, teils. Ne? Also wir haben zwei gleichberechtigte Schiedsrichter. Das spricht ja eher dafür, dass es auch viele Aktionen gibt, in denen es darum geht, richtig zu entscheiden. Man kennt es ja auch aus dem Futsalbereich. Ist, denke ich mal, auch bei uns absolut notwendig. Du hast ja gerade noch gesagt, Video Assistant ist natürlich bei uns im Sand, gerade auf dem Niveau, in dem wir uns bewegen, noch nicht angekommen.
Ich weiß aber, dass es in Russland zum Teil schon Spiele gab mit Video Assistant. Ich kann mir aber auch nur vorstellen, dass das noch viel, viel nerviger ist, als es beim Fußball schon ist, weil diese kleinen Situationen, die man vielleicht in die eine oder in die andere Richtung entscheiden kann, die gibt's bei uns zuhauf. Da geht's einfach nur darum, beide gehen zum Ball. So siehst du vielleicht noch, wer den Ball wegspitzelt. Bei uns, ja, im Zweifel ist, wird der ganze Sand aufgewirbelt und du siehst eigentlich gar nichts. Und da dann nochmal mit dem Video Assistant das zu entscheiden, weiß ich nicht, ob es das jetzt viel einfacher macht. Ich glaube, das wird sich bei uns erstmal nicht durchsetzen, vor allem nicht im Amateurbereich. Nun spielt ihr Bundesliga und diese Bundesliga wird auch, sag ich mal, oder ist vom DFB genehmigt, sanktioniert, wie auch immer. Wie ist denn das in der Bundesliga so? Ich stelle mir mal vor, ihr spielt da jede Woche und das war's, hast du schon gesagt, ihr spielt dann eher jedes Wochenende und dann dreimal oder sowas. Fahrt ihr dann so von Turnier zu Turnier und spielt dann immer so ein kleines Turnier und dann nächste Woche am nächsten Ort oder wie? Ja, also eine Bundesliga ist es nicht ganz, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Da gibt es andere Regularien dann für sogenannte Bundesspiele. Soweit haben wir es noch nicht geschafft. Das ist die deutsche Beachsoccer-Liga bei uns offiziell. Und der Modus hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viele Teams wir in jeder Saison dann tatsächlich haben, die an den Start gehen. Aber grundlegend ist es so, dass wir die Spieltage als Sammelspieltage gestalten. Das heißt, es gibt 2, 3, 4 Wochenenden in der regulären Saison, an denen dann alle Teams an einen Ort fahren. Und dann ist wirklich von Sonntag früh bis Sonntagabend Action. Jedes Team hat dann 2 bis 3 Spiele an dem Wochenende und dann geht's halt wieder ab nach Hause. Und wie gesagt, Modus hängt ein bisschen von der Anzahl der teilnehmenden Teams ab. Ziel ist es aber immer, sich fürs Final Four zu qualifizieren, egal auf welche Art und Weise. Und das Final Four ist dann das Finale um die deutsche Meisterschaft und bei uns in Warnemünde dann jeden Sommer auch das Highlight der Saison auf nationaler Ebene hier bei uns. Nun haben eure, ich sag mal, Konkurrenzsportarten, Beachsportarten wie Beachvolleyball, die sind schon bei Olympia, Beachhandball ist zumindest Demonstrationssportart jetzt bei Olympia. Wie steht's denn da mit Beachsoccer? Eigentlich läge das ja nahe, wenn Fußball in allen Varianten gefühlt schon olympisch ist, dass Beachsoccer da auch demnächst dabei ist, vor allen Dingen, wenn man den Sand schon da hat für Volleyball und Handball. Ja, auf jeden Fall. Es gab auch mal so ein paar Überlegungen, als Olympia in Rio war. Wird natürlich naheliegen, Herkunftsland des Beachsoccers an den Stränden der Copacabana dann auch noch ein olympisches Beachsoccer-Turnier auszurichten. Es ist allerdings nicht ganz so einfach. Also wir sind ja in dem Fußballkosmos angesiedelt, wo es neben Fußball und Beachsoccer ja auch noch Futsal gibt. Fußball als olympische Sportart gibt es schon. Deswegen ist es natürlich immer viel Sportpolitik, was andere Sportarten ja auch betrifft. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum, die Diskussion ging, dass Ring nicht mehr olympisch ist. Also das ist ja auch eine sportpolitische Entscheidung, die da diskutiert wurde. Und genauso ist es bei uns auch. Also ich glaube, es ist schwierig, komplett zu Olympia, zum großen olympischen Event zu kommen. Ist aber mittlerweile so, dass wir bei den kleineren Events mit auch vertreten sind, ne? Also die European Games, ich glaube, alle 4 Jahre auch stattfinden, da ist Beach Soccer mit im Programm. Das ist dann so ein bisschen die kleine Variante des olympischen Events auf europäischer Ebene. Darüber hinaus gibt es noch die World Beach Games, die ja auch im olympischen Kosmos angesiedelt sind, wo Beach Soccer vertreten ist, logischerweise als Strandart des Fußballs. Und ich denke mal, damit müssen wir uns aktuell zufrieden geben und ist natürlich auch von allen oder von vielen ein Wunsch, zum olympischen Turnier auch irgendwann mal zu fahren. Aber im Moment sind wir dann auf den kleineren Events eher noch vertreten und auch damit sind wir recht glücklich. Und es ist auch immer noch ein Ziel der deutschen Nationalmannschaft, dann sich für solche Events auch mal zu qualifizieren. Zumindest habt ihr ja schon mal den Weg zur Startlinie gefunden. Mal gucken, was dann noch passiert. Gibt es denn dieses Jahr im Zuge von größeren Events wie einer Euro und Olympischen Spielen, denn auch im Beachsoccer irgendwelche größeren Events, die man sich mal angucken sollte, außer den Final Four in Warnemünde? Ja, die gibt's natürlich, ne? Jetzt in Deutschland ist das Final Four, die deutsche Meisterschaft, schon das größte und wahrscheinlich auch attraktivste und niveauhaltigste Event. Neben den Spieltagen der deutschen Beachsoccer-Liga dann halt als Vorrunde, wenn man so möchte. Aber auf internationaler Ebene, gerade im Nationalmannschaftsbereich, wir haben alle zwei Jahre eine Beachsoccer-Weltmeisterschaft, die von der FIFA ausgerichtet wird. Die fand jetzt gerade im Februar in Dubai statt. Die nächste Ausgabe ist dann auf den Seychellen. Also sind jetzt auch Orte, wo man vielleicht auch mal ganz gerne da mal hin würde und wo man vielleicht sonst auch nicht was anderes macht als Fußballspielen.
Ja, genau. Und wo man sonst vielleicht aber auch nicht landen würde, wenn man nicht gerade dann da Beachsoccer spielt und sich qualifiziert hat für so ein Event. Und ja, die WM ist, ja, wir durften bisher leider immer nur zuschauen, aber das ist schon ein riesiges Event und zum Teil halt auch mit Profisportlern, wovon wir in Deutschland ja noch weit entfernt sind. Aber das ist schon die wirklich die Weltspitze. Und unabhängig davon durften wir aber auch schon auf internationalem Parkett unterwegs sein oder auf internationalem Sand, besser gesagt. Und sowohl auf Clubebene als auch dann mit der Nationalmannschaft. Und da ja, sind es natürlich auch immer Highlights, dann gegen Profis, Semi-Profis zu spielen, zu merken, dass man da vielleicht auch an einem guten Tag ein bisschen mithalten kann. Und ja, die Events sind natürlich dann weltweit gelegen. Jetzt geht es zum Euro Winners Cup im Juni für uns, das ist so die Champions League im Beachsoccer. Die findet immer in Nazaré statt, in Portugal. Also falls man da auf der Ecke ist, lohnt sich auf jeden Fall auch, sich solche Spiele mal anzuschauen, weil da ist den ganzen Tag Action auf vier Plätzen. Also es ist ein Riesenevent. Ja, das hört sich sehr gut an und das hört sich auch da an, dass ihr langsam auf dem Weg zur anerkennbaren olympischen Sportart seid und vielleicht ja mal bei Olympischen Spielen, die in irgendwelchen Orten sind, wo es mehr Sand gibt, dabei sein dürft. Ja, sag niemals nie. Ich weiß nicht, ob ich das als aktiver Spieler noch erleben werde. Aber das ist natürlich, wie gesagt, ein großer Wunsch. Aber vor allem halt auch eine sportpolitische Entscheidung. Da sind viele Player mit dabei, die sich darüber Gedanken machen, die das entscheiden, ob das jetzt der DOSB ist oder IOC. Dann natürlich halt der DFB als unser Fachverband. Da spielt einiges schon mit rein und hängt immer davon ab, an welchen Stellen man Befürworter hat der eigenen Sportart und wer da ein bisschen promotet und ein bisschen Werbung macht für die Sportart, weil das geht natürlich über unsere Aufgaben, über unseren Aufgabenbereich und unsere Kompetenz dann hinaus. Weltmeisterschaft gibt's ja für Männer alle zwei Jahre. Bevor es, glaube ich, zu Olympia geht, ist eine große Diskussion gerade, dass es auch eine Frauenweltmeisterschaft gibt. Gibt natürlich auch Frauen-Beachsoccer, gibt einige Events, das ist die Jahre jetzt auch sukzessive zugenommen. Bloß eine WM an sich gibt's noch nicht und da ist auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen was am Laufen und ich glaube, das wird eher noch kommen, als dass Beachsoccer dann komplett olympisch wird. Ja, auf jeden Fall arbeitet ihr hart daran, dass es populärer, allgemein akzeptabel und so weiter wird. Ich wünsche euch dann diesen Sommer viel Spaß beim Beachsoccer. Ist wahrscheinlich genauso anstrengend wie Beachvolleyball. Das lasse ich dann lieber, setze mich daneben und gucke mir das an. Ja, viel Spaß dabei und alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank. Danke gleichfalls. Ja, Beach Soccer. Ja. Viel Gelaufe auf Sand, anstrengend. Und viel Sandkörner zwischen den Zehen. Ich zähle aber Zehen. Tatsächlich möchte es auch olympisch sein. Dass auch Beachhandball möchte. Wer weiß, vielleicht mal demnächst Olympische Spiele nur noch im Sand. Hast du denn für nächste Woche schon was im Petto oder verrätst du uns das noch nicht? Beach Handball hatten wir, das hatten dann Beach Soccer. Wir machen ja weiter mit Beach. Genau, mit mal gucken, Beach, was da Rugby, kommt. Tennis, Beach Beachbob fahren oder Beach Skispringen, gibt's sowas? Ja, Beachbob fahren. Beach Snowboarden gibt's, also es gibt Sandboarden. Ja. Wir sind gespannt, was du da uns noch lieferst. Großartig. Man darf ja eigentlich keine Jokes mit Namen machen, ne? No jokes with names, aber. Du darfst, das war vielleicht wenig, dann ja mal gut. Ja. Das war eben Hannes Knüppel. Und eine Art Knüppel haben auch die Baseballer in der Hand, nicht wahr? Nix gut. Nix gut? Wie nennt man das denn? Nix gut. Bat. Oder Schläger. Bat, das ist was anderes. Bett, das ist, da legen wir nachher wieder rein. Also, was mit dem Knüppel, alles durcheinander bringst. Heidi Witzke. Schläger. Ja, und du hast einen Schlägertrupp jetzt mal interviewt. Ja, und zwar habe ich mich mit den Regensburg-Legionären, die ja tatsächlich, seitdem sie in der Bundesliga sind, mehr oder weniger die Hochburg des deutschen Baseballs sind. Denn die haben tatsächlich mittlerweile auch ein Stadion, was durchaus Minor-League-Niveau hat. Und zwar habe ich mich da mit ihrem Pitching-Coach unterhalten über, ja, auch Baseball bei Olympia und wie kompliziert, schwierig es auch sein könnte, mal als deutscher Baseballer in der Major League zu spielen.
was man dafür alles erfüllen müsste und so weiter. Ja, im Interview mit Martin Weller, Pitching Coach der Regensburg Legionäre. Hallo, da jetzt Baseball ja auch wieder olympisch ist, habe ich mir mal gedacht, ich spreche mal mit jemandem, der sich da auskennen sollte, denn er ist Pitching Coach der Guggenberger-Regensburg Legionäre. Michael Weller, hallo. Ja, moin moin. Wie man hört, bin ich nicht ganz bayerisch schon angekommen. Da ich aus dem Norden komme, versuche ich jedem das Moin Moin ans Herz zu legen und das klappt schon ganz gut hier oben. Guter Mann, weil was anderes hätte ich auch nicht erwartet von einem Norddeutschen. Regensburg gilt ja als, sag ich mal, der Place to be im Baseball in Deutschland. Internat, vernünftiges Stadion und so weiter. Ihr wart ja auch ein paar Mal deutscher Meister, seid ein paar Mal Pokalsieger gewesen. Wie ist das denn für euch, dass jetzt Baseball wieder olympisch ist? Merkt ihr das schon oder noch nicht? Nee, noch nicht. Ich glaube, man braucht da mehr Zeit in den normalen Medien, ob das nun Fernsehen ist oder sonst irgendwie, dass man da mehr gehypt wird. Baseball ist leider noch sehr, sehr klein hier in Europa, das wissen wir leider. Fast mit jeder dritten Person, mit der du sprichst, sagst, was, Baseball wird in Deutschland gespielt? Was, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga? Also das ganze Gerüst ist da. Es gibt auch viele Spieler. Das war früher sogar noch mehr. Aber man muss sie da hochkämpfen. Und die anderen Sportarten, die amerikanischen Sportarten, haben wir das Glück gehabt, dass die Deutschen schon da zumindest sich gute Namen gemacht haben. Wie den Nowitzki, Schrempf, Football sind ja auch die Brüder. Da bin ich nicht so, ich gucke zwar gerne, aber die Namen habe ich auch nicht alle im Kopf. Aber da hat man schon viele Vorbilder, dass eben unser Nachwuchs auch sieht, ey, da gibt's einen coolen Sport, da kann man mal hin. Und ja, da warten wir noch. Wir haben zwar einen Spieler in der Major League bei den Minnesota Twins, Max Kepler. Spielt ja schon 10 Jahre, hat schon 1000 Spiele auf der Uhr. Aber ja, wird nicht so angenommen in den Medien. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir hier haben. Ich meine, Max Kepler ist die Spitze des Eisbergs, sage ich mal. Also der ist am weitesten bis jetzt nach oben gekommen. Da gibt es ja eine ganze Menge Leute, die tatsächlich mal in Regensburg waren und dann ihr Glück in Nordamerika probiert haben. Wie ist denn da so dieser Weg? Ist das relativ einfach? Ich spiele ein bisschen und dann lande ich da, weil ich besser bin als der Rest? Oder ist das doch komplizierter als einfach nur spielen und gut sein? Also erstmal musst du Talent haben, das ist das Erste. Du musst früh anfangen, du musst viele Spiele spielen. Ab 16 darf man Verträge annehmen von drüben. Aber dahin ist das natürlich ein langer Weg. Erstmal rüberzukommen, das ist schon mal das eine. Ich sehe den Vorteil darin, wenn man schon in Deutschland spielt, dass die sehr guten Spieler da herausstechen aus diesen ganzen Mannschaften und Scouts, das ist ja wie beim Fußball auch. Da gibt es viele Scouts, die unterwegs sind, bei den Europameisterschaften schauen, wer da gut ist, wen man da beobachten muss und dann wird jedes Jahr das Buch wieder aufgeschlagen und dann schaut man, wie sich der Spieler entwickelt hat. Aber mit 23 kommst du eben nicht mehr in die Major League. Das muss schon, oder in den Profisport rüber nach Amerika, das muss schon so sein, dass du mit 16 schon so weit bist, dass die Scouts sehen, diese Talentsucher, da ist noch sehr viel Potenzial, was man herauskitzeln muss. Und dann bist du erstmal drüben als Europäer, wirst du erstmal einkaserniert, musst du viel spielen. Das heißt, du kommst dann in die Domrep, da wirst du dann vorbereitet. Wenn du da bist und dich halten kannst, kriegst du einen Call. Meistens kommen die Spieler dann nach Florida. Da dürfen die dann auch noch weiter trainieren, dürfen eine normale Saison spielen, wenn sie Glück haben. Und dann muss man sich eben hocharbeiten. Und das sind einige Schritte, die man gehen muss. Es ist aufgeteilt, vielleicht vergleichbar mit erster Bundesliga Fußball, zweite Bundesliga, Regionalliga, Kreisliga. Und du fängst unten an in der Kreisliga. Und dann musst du die Ellbogen ausfahren und dich dann hocharbeiten. Bis ganz nach oben. Also nicht so wie
man das naiv denkt, man ist gut, besser als der Rest hier, dann kommt ein Anruf und dann geht's direkt nach, keine Ahnung, irgendwas, was einen Namen hat, sondern das ist ein längerer Weg, fast länger als der im Fußball, wie ich heute gelesen habe. Wie ist denn die Chance für einen jungen Spieler, der jetzt so anfängt und schon denkt, er ist gut mit, sagen wir mal, 12 oder so, da in irgendwie eine Position zu kommen, dass er zumindest in dem Buch steht, der Scouts? Also erstmal, wenn du 12 bist und gut bist, bist du ja meistens in der Nationalmannschaft irgendwo. Die sind alle 2 Jahre, U12, U15, U18 Nationalmannschaften. Da kann man sich dann beweisen. Da sind dann eben auch diese Scouts, die schon mal vorbeigucken. Bei U12 ein bisschen weniger, aber die Bücher sind schon aufgeklappt. Und wenn das so U15 geht, wenn die Kids einen Riesensprung machen, manchmal bist du 12 Jahre, da bist du 1,22 Meter und 3 Jahre später bist du 1,90 Meter. Und da schaut man schon und guckt sich das an, wie diese Entwicklung dieses Spielers ist. Wir haben das Glück, dass wir eine Akademie haben hier in Regensburg, die sehr gute Beziehungen haben zu diesen Ligen. Und da ist man weit vernetzt. Da kann man natürlich auch Spieler anpreisen. Guck dir den mal an, guck dir den mal an. Es hört sich zwar an, ein bisschen wie Menschenhandel, aber das ist leider so. Das ist ganz harter Tobak. Und wenn sich da ein Spieler verletzt, ja, dann kriegt er seine Papiere in Amerika, wenn er Pech hat. Und dann kommen da gleich 2 neue. Das ist wirklich... Da kommen nur die durch, die das wollen, die den Körper dafür haben, die das können und die wirklich auch immer 100% geben und nicht sagen, ach, heute brauche ich mal einen Chilltag. Nee, das gibt's da nicht. Die spielen jeden Tag. So einfach ist das. Und irgendwann wird der Körper müde und da braucht man wirklich Jungs, die motiviert sind, jeden Tag aufs Feld zu gehen, zu trainieren, zu spielen und dazu sagen, ich will hier hoch, hier bin ich, schaut mich an. Nun bist du Pitching-Coach. Max Kepler ist vom Pitchen so weit entfernt wie ich im Zweifelsfall. Wahrscheinlich sogar noch weiter. Nein. Also Max Kepler, ich hatte ja auch schon vor dem Legen in Regensburg auch schon einen Job. Da war ich National-Pitching-Coach der Junioren und da war Max Kepler damals auch dabei. Das war kurz bevor er den Vertrag unterschrieben hat bei den Minnesota Twins. Und da wollte ich ihn auch als Pitcher haben, weil er sehr guten linken Arm hatte. Aber er hat sich entschieden, lieber im Outfield zu stehen, die Bälle da zu fangen. Und den richtigen Weg hat er genommen und ist jetzt bei den Minnesota Twins seit 10 Jahren unter Vertrag als Outfielder. Ja, also dann bin ich noch weiter weg als Max von einem Pitcher. Aber auf jeden Fall, ich meine, Pitcher ist ja eine spezielle Position. Das weiß ich aus Erfahrung. Und wie viel schwieriger ist das als Spezialist, als Pitcher in die Nähe eines Profivertrags und damit vielleicht auch der Nationalmannschaft zu kommen? Also ich glaube eigentlich, dass wenn du ein Pitcher bist, der gut aufgebaut wurde von U12, U15, U18, dass die Pitcher die größte Chance überhaupt noch haben, in Amerika einen Job zu bekommen, weil diese Middle-Infielder, die im Infield stehen, das sind das sind quirlige Menschen, die sich gut bewegen können. Und da glaube ich, dass den Südamerikanern, Mittelamerika, die Mexikaner, Venezuela und die alle aus diesen Ländern kommen, die haben da bessere Vorteile, die spielen mehr, die leben Baseball, das ist für die ein Rettungsanker, aus diesen Ländern rauszukommen, weil mit Baseball, amerikanischem Baseballsport kann man natürlich sehr viel Geld verdienen und die setzen alles auf eine Karte und die geben dafür alles, egal was das ist. Und ich glaube, diese Spots, die sind schon alle sehr gut vergeben. Weil die letzten Spieler, die aus Europa kamen und einen Vertrag unterschrieben haben drüben, das waren hauptsächlich Pitcher. Wir haben jetzt einen deutschen Pitcher da drüben, den Tim Fischer, der wird gerade aufgebaut. Dann haben wir noch einen Schweizer, einen Europäer, der sich da als Pitcher versucht. Und das ist, glaube ich, fast schon die einzige Möglichkeit,
darüber zu kommen. Oder du bist so ein Outstanding Outfielder, der jeden zweiten Ball über den Zaun haut. Das ist wie in jedem Sport. Wenn du dir Spiele anguckst, Baseball, Fußball, sonst irgendwie. Der Sport ist schon sehr, sehr schnell geworden. Da muss man mitgehen. Und ich glaube, das sind eher die Jungs, die auf dem Hügel stehen, die, wenn überhaupt noch welche gesigned werden, dass das eher diese aus Europa sind, die darüber kommen können. Ja, dann wünsche ich euch halt, wie gesagt, viel Glück, auch auf europäischer Ebene, dass am Ende Metall dabei rumkommt. Aber Metall, was wir hochheben können, nicht was uns umgehängt wird. Sowas meinst du, ne? Ja, ja, so Pokalgröße. So vielleicht nicht ganz so groß wie die Eishockey-Pokale. Die sind ja alle immer ein bisschen kleiner und handlicher. Nein, Quatsch. Dank dir und dann spätestens im Herbst. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke dir. Tschüss. Natürlich habe ich mich noch länger mit ihm unterhalten über so ziemlich alles in Baseball, auch was Deutschland machen muss, damit Baseball populärer wird und wir ähnlich wie in Regensburg Spiele gucken können. Im kompletten Interview. Ich krieg Durst. Ich habe zu viel Pitcher gehört, gerade in dem Interview. Denn ich denke, ne, das ist. Bei uns gibt es jetzt auch 1-Liter-Becher beim Fußball. Ah. Jetzt weiß ich, warum du Baseball so gut findest. Bad, Pitcher. Verstehe. Ja, ne? Jetzt verstehe ich's. Ich glaube, wir machen Schluss für heute. Und weil ich selbst mal gespielt habe, war es anders. Ach so, da müssen wir auch nochmal reden. Dann mache ich mal ein Interview mit dir und wir reden über deine Vergangenheit. In einem Special. Zu Halloween. Ja. Mann, war das eine schöne Folge. Wir hatten nämlich zum ersten Mal, seitdem wir die Sportstunde machen, Baseball dabei. Wir hatten zum ersten Mal Fechten dabei. Und alle anderen Sportarten, die wir noch nicht hatten, kommen mit Sicherheit in den nächsten Wochen, Monaten auch mal. Und die ersten Klassenbucheinträge. Und die Klassenbucheinträge. Und wenn ihr jetzt mit dem Bus fahrt heute, guckt euch den Busfahrer genau an. Ja, wer weiß, was da passiert. Und auch bei Zwillingen, ne? Ob er Fußball spielen kann. Genau, auch bei Zwillingen, Obacht, man weiß nie, welcher Zwilling das eigentlich ist. Und Heidewitzka, was haben wir heute viel gelernt? Nächste Woche sind wir wieder da, versprochen. Und da haben wir ein bisschen Motorsport, das weiß ich, ein bisschen Tennis. Amerikanischen Fußball. ELF geht wieder los. Also, die GFL spielt schon. GFL spielt schon. Wir haben so viel vor. Wir müssen jetzt Schluss machen, weil wir jetzt schon wieder anfangen müssen zu recherchieren, Interviews führen, damit wir nächste Woche pünktlich wieder da sind. In diesem Sinne. Wir sind ja tatsächlich vorbereitet. Natürlich, man glaubt's kaum. Pfingsten steht vor der Tür. Macht euch ein schönes Pfingstwochenende. Ihr habt einen Tag mehr, weil Montag frei ist, um Sport zu machen. Es gibt Pfingsten immer ganz viele Sportveranstaltungen. Viele Jugendfußballturniere, Springreiten, überall, alles gibt's. Geht dahin, guckt euch an. Jeder Eintritt, den ihr zahlt, ist gut für den deutschen Sport. Egal, für Vereine, für wen auch immer. Deswegen bleibt uns gewogen, auf dem Weg dahin, hört uns, auf dem Weg zurück, hört uns und liked uns. Und im Übrigen, ihr könnt uns noch wählen für den deutschen Podcastpreis. Das wollen wir nicht vergessen. Stimmt. Vergesst bis zum 20. Mai. Uns, wenn vergesst ihr es nicht. Gerne. Ja, dann, wenn ihr das alle macht, dann werdet ihr auch einmal Hausaufgaben befreit. Ne? Ja. So machen jetzt. Wir das. In diesem Sinne, jetzt labern wir genug. Es war eine lange Folge. Wunderbar. Ich gehe jetzt einen Pitcher trinken. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und Prost. Servus.